Warte, ich bin gleich da wieder, warte. Übergeleitet habe. Es war so offensichtlich, dass es jetzt das. Oh, was? Oh. Aber ich fand es trotzdem lustig. Ja, jetzt sind wir wach, oder? Ich würde sagen, können wir jetzt anfangen, oder? Herzlich willkommen, YouTube. Hallo auch alle bei Twitch. Herzlich willkommen bei Resident Evil Session Nummer 3. Ja. Muss ich jetzt echt ein bisschen einordnen, fand ich jetzt selber so lustig, dass ich es trotzdem verkackt habe. Es war so offensichtlich, wie schlecht ich das gespielt habe. Also ich habe ja gewusst, ich habe das heute Mittag extra produziert. Und dann ich sitze ja so da, mach so den hier, weil so also im Sinne von so, aber Ton geht gerade nicht und so. Aber ich hätte doch wenigstens mal, bin so ungeduldig. Ich wollte so dringend euch diesen Prank zeigen oder dieses Ding, dass ich so, das war ja so schlecht. Ich gehe so raus aus dem Zimmer, gefühlt, und war so wie lang draußen? 3 Sekunden so. Ich muss jetzt, und dann gehe ich wieder rein. Deswegen hat man es überhaupt nicht. Ah! Ich hätte es eigentlich so machen sollen. So wäre eigentlich der Prank besser gewesen. Leute. Okay, ich bin ganz kurz nochmal auf Klo und dann geht's los. Okay, bis gleich. Diese schauspielerische Leistung, können wir die mal bitte würdigen? Mann, immer so. Idee 10 von 10, aber Effort gebe ich euch ganz ehrlich zu. Mehr als One Try wollte ich dann auch nicht machen. Einfach einmal so ungenäht. Ich kann euch noch zeigen. Ich hatte noch eine andere Version. Wollt ihr die sehen? Warte, ich habe noch eine andere Version. Komm, so viel Zeit ist jetzt. Ich habe noch eine andere Version. Und zwar, ich muss es hier dafür kurz hier ausblenden. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich mache das hier rein schnell. Jetzt ist gleich kurz. Warte mal, jetzt ist hier dunkel. Wie mache ich das jetzt? Mann, wie mache ich das jetzt, dass man das jetzt sieht? Warte mal, jetzt muss kurz dunkel sein, aber ich hab's dann gleich. Warte mal. Weil ich kann das jetzt hier reinladen. Einen Moment. VLC-Quelle, okay.
Und dann muss es eigentlich Dateien hinzufügen. Warte, ich habe es nämlich bei den Stream. Das ist noch peinlicher, warte. Das müsste das gewesen sein. Nee, warte, ist das? Was ja, glaube ich. Nee, was habe ich. Das ist nicht richtig, glaube ich. Das ist noch nicht geschnitten, warte. Das ist noch nicht das Geschnittene, deswegen ist jetzt scheiße. Da sitze ich einfach. So gucke ich übrigens tatsächlich, wenn ich nicht on air bin und zu Hause am Rechner bin, gucke ich so. Oh Mann, ey. Guck dir das an. Zum Glück fange ich nicht an zu pupeln oder sowas. Aber das ist so ungespielt, so gucke ich. Das war ja nur für mich lokal zur Aufnahme. Guck mal die Augen. Warte mal, ich glaube, jetzt sieht man auch, dass ich irgendwie aufstehe und das vorbereite. Warte, also irgendwie habe ich da noch Sachen eingestellt. Warte, ich gucke, das will ich kurz sehen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ah, egal, komm, das ist jetzt zu doof. Das ist jetzt zu doof. Oh Mann. Wow, okay, anyway. Leute, herzlich willkommen bei Resident Evil. Das war wirklich gruselig, genau. Nina hat es richtig so. Ach, ja. Aber weißt du, vorhin habe ich gerade gesagt, ich mache hier so einen Healthy Februar, aber ich habe hier eine fucking Toblerone neben mir. Eine weiße. I don't get it. Warum, was gettest du nicht? Da warst du vielleicht am Anfang nicht da. Es ging darum, dass ich einen Jumpscare hier vorbereitet habe, aber das war einfach lustig zu sehen. Von daher, anyway. Schön, dass ihr da seid. Jetzt geht's los. Und wir sind in-game. Boah, ich bin richtig eingerostet hier mit meinem. Ja, wir lassen jetzt den Chat drin. Ich habe ihn ein bisschen kleiner gemacht. That's what she said. Ich habe es ein bisschen reduziert, die Zeilenlänge. Und ich habe auch die Leute ein bisschen in den letzten paar Streams so, ich sag jetzt mal einfach auf gut Deutsch, versucht, Backseat Gaming-mäßig zu schulen. Denn die erste Folge hatten wir ja, wie ihr wisst, den Chat eingeblendet, dann habe ich auf euch gehört, also ich rede jetzt mit YouTube, da kamen einige Leute, die meinten, lass das doch mal weg, das ist so ein bisschen für die Stimmung nicht ganz so gut, kann ich absolut nachvollziehen. Ich gucke ja während diesem Let's Play nicht so super viel den Chat, weil ich auch nicht gespoilert werden will, weil es gibt immer ein paar kleine Schweinchen da draußen, die sich nicht dran halten und irgendwie dann doch nicht anders können, als zu sagen, oh, da kommt aber gleich was Geiles, Chat. Oh, jetzt geht's gleich los und so, weil das ist ja auch schon ein bisschen spoilerig. Anyway! Habe ich im zweiten Dings wieder ausgemacht, dann kamen sie wieder an und gesagt, Donny, mach den Chat wieder rein, war doch das Geile dran. Deswegen, ich habe es jetzt einfach versucht, rauszufinden, was eigentlich am besten ankommt. Ich lasse jetzt den Chat drin, ich habe jetzt einen Kompromiss gefunden, ich habe ihn kleiner gemacht und in die Ecke geschoben. Ja, so. Und einfach, ich glaube auch, jetzt wird nicht mehr so viel Backseat-Game, weil ich habe das Spiel ja jetzt auch ein bisschen kapiert. So, genug dieser Erklärungen. Jetzt geht's los. Habe ich ja alles eingestellt. Sorry, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gestreamt und bin so ein bisschen eingerostet, merke ich gerade. Ich komme mit den ganzen Fenstern hier überhaupt nicht klar. Wie habe ich denn das immer hingekriegt hier? Es sind ja mega viele Sachen, die man machen muss. Ich zeige, glaube ich, nachher nochmal die andere Version von dem Jumpscare, den ich vorbereitet habe. Weil ich habe mit dem einen so mega geschauspielert. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie ich das gespielt habe. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, muss ich nur ganz kurz, ich weiß, ihr wollt, jetzt geht's los, geh rein und kill die Leute. Nein, es muss, das gehört dazu, hier bei meinen Streams. Ich muss euch das kurz noch erzählen, weil ich finde das so lustig, weil das Ding ist ja, ich muss das ja timen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich habe ja einen Greenscreen und dann muss ich ja Folgendes machen. Ich habe mich hinter den Stuhl versteckt, hinter meinen Stuhl, versteckt. Dann habe ich Aufnahme gedrückt, das ist einfach nur, dass man das Licht und dass man einfach den Hintergrund hat, der läuft. Weil ich bin ja hinter dem Stuhl. Dann muss ich das rein, und dann irgendwann hüpfe ich halt hinter dem Stuhl so vor. Dann muss ich das ja wieder nehmen, eine neue Aufnahme starten, das reinladen. Und ich bin dann hier, normal sitze ich. Und dann ist ja Greenscreen activated. So, und dann nehme ich das Video von davor auf den Greenscreen. Das heißt, ich musste dann ungefähr nach 30 Sekunden, habe ich mich musste ich timen, wann mein anderes Ich nach vorne kommt und mich anfängt zu erschrecken. Deswegen war die Reaktion auch so total scheiße. Weil hier ist ja niemand, Leute, ne? Es gibt ja keine zwei Donnies. Das habt ihr ja verstanden, glaube ich. Ah, herrlich, Leute. Es macht Spaß. Füße geblutet. So, jetzt geht's los. Ich freue mich. Top-Notch-Effekt. Aber dann hatte ich auch keinen Bock, das zweimal zu machen, weil das so aufwendig war.
So, okay, ja, lass uns gucken. Wir haben ja alles eingestellt. Ich bin, ja, Chat ist ein bisschen kleiner, wie gesagt. Ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen um die Reaktion, wenn irgendwas Krasses passiert und so weiter, ne? So, ich mache ein bisschen hier auf. Das muss hier mittig sein, sonst kriege ich die Krise. Okay. Sound ist gut, Leute, ja? Das muss man ja immer ein bisschen lauter machen, hier den Sound von der aktuellen, den aktuellen, ja. Okay, mal ein bisschen hier. Okay, seltsames Serum. Habe ich früher auch mal gedacht, als ich zum ersten Mal masturbiert habe, was ist das für ein seltsames Serum da, was da rauskommt. Nee, so kam super lang nichts. Ja, lad doch jetzt mal das Serum. Oversharing Donny, ja, ist wieder da. Guter Gag, ja. Weißt du, manche Leute im Chat, die appreciaten das. Oh, ich habe eine Knarre. Bam, 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 bam. Ich schieße die Kiste ab. 1, 2. So, eine Frage an euch. Ihr kennt das, Leute. Ich krieg das doch nie hin, dass es einmal ein für alle Mal eingestellt ist. Sound ist okay, ja. Ihr hört hier die Musik im Spiel. Ich bin gut zu hören mit der Position. Ich bin gut zu sehen. Alles ist cool, ja. Will ich lesen im Chat. Alles ist cool, ganz oft. Dann glaube ich nämlich, alles ist cool. Stop laughing about your own. Okay, alles ist cool, alles ist cool, alles ist cool, passt, alles ist cool. Ja, ich vertraue eh nur auf Nina und Pia. Okay, jetzt geht's los. Und eine allerletzte Sache, da bin ich wirklich drin. Ich muss es echt sagen, weil, Leute, das von dem Support lebe ich hier und so weiter. Aber ich finde das nachvollziehbar. Ein paar Leute haben gemeint, dass ich vielleicht die Subs vorlesen mal weglasse während dem Let's Play. Und das würde ich jetzt auch machen, weil ich glaube auch, das nimmt so ein bisschen was von der Stimmung weg. Seid mir bitte nicht böse. Ich bin euch da echt dankbar, dass ihr diesen Scheiß hier supportet, ne? Also nicht übel nehmt, wenn ihr jetzt einen Sub da lasst, dass ich das nicht vorlese. Ich versuche, mich dran zu erinnern, vielleicht danach zu machen. Aber ich glaube, das bringt so ein bisschen raus, wenn ich dann irgendwie immer das vorlese. Okay, das war das Letzte, was ich sagen wollte. Let's go. Ganz kurz, wo waren wir nochmal? Wir sind hier, das weiß ich noch, wir müssen jetzt auf jeden Fall der Bruder hat nee, nicht der Bruder, der Sohn. Der war irgendwie. Der hat jetzt die Zoe, ne? Steht doch hier. Das Serum herstellen, die Materialien für Serum finden. Die Leiche des Deputies im Verarbeitungsbereich finden. Und er hat doch am Telefon gesagt, I'm in the house. Mäßig, ne? Sollen wir nochmal anrufen? Die Musik ist schon krass, The Last of Us mäßig, oder? Mini! Oder von irgendwas anderes erinnert mich das. Der hat irgendwas. Guck in den Kühlschrank, ne? Da war der Kopf, den haben wir schon gecheckt, genau. Und was war hier nochmal dran? Hier war der Zettel. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Okay, wir gehen in den Zerlegungsraum, da waren wir doch schon oft. Pff, ich kenne mich doch mittlerweile aus wie meine Westentasche hier in dem Haus. Mal checken, was wir dabei haben. Wir haben gute Health. Können wir was herstellen? Ja. Ich glaube, ich werde so zwei, drei Minuten vielleicht ein bisschen eingerostet noch sein. Ist jetzt schon eine Woche her. Aber da komme ich schnell wieder rein. Das war die Hundetür, ne? Zerlegungsraum geht es, glaube ich, jetzt hier links und dann runter, ne? Das war ja eine Abkürzung ursprünglich. Da, und dann geht's doch da runter, oder? Krematorium. Okay. Naja, aber jetzt kommt wahrscheinlich auf dem Weg was, ne? Nee, warte mal, das war doch hier. Das war doch hier die, wo man hier auch speichern konnte. Und dann ging's runter. Ha! Ich speichere mal hier direkt. Schlau Mann, Schlaui. Ich bin der schlauste Mann der Welt! Obwohl ich die einfachste Sache nicht kann. Ich speichere, ich überschreibe nochmal. Wie geil ich auch bis jetzt nicht einmal einen neuen Speicherstand angelegt habe, nachdem ich bei Anfang der Session 2 gemeint habe, so, oh ja, jetzt fangen wir ja mal an, immer einzelne Speicherstände anzulegen. Weil dann sind wir schlau, aber ich mach's eh nie. Gefällt mir doch nicht mit dem Fenster. Es muss. Also ich bin da.
Bisschen so. Weißt du, mein OCD kickt da rein, wenn der Let's Player nicht in der mittig ist im Fenster. So. Genug gefickt hat's. Was? Nee, genug geschnackt. Freudscher Versprecher, Leute, weil ich so viele ficke. Ah! So, ich weiß, hier geht's auf jeden Fall zum Zerlegungsraum irgendwann. Aber hier ist. Hier ist dunkler als vorher. Oh, jetzt kommt's wieder rein. Okay. Mhm, gut, wusste ich. Wusste ich, war ein Test. Aber hier geht's jetzt wahrscheinlich. Irgendwas Neues kommt wahrscheinlich jetzt hier, oder? Auch noch zwei Schuss, ey. Aber dafür 70 mit der Waffe. Ich guck noch mal hier rein, ob hier was ist. Ist hier dunkler als vorher oder kommt mir das nur so vor? War hier nicht vorher heller? Oder wünsche ich mir nur, dass es hier... Da wäre. Hier ist das neu? Nee. Okay, das haben wir schon. Oh Mann. Okay. Let's see. Das geht jetzt immer noch nicht auf. Das geht irgendwie nie auf. Also Zerlegungsraum ist ja hier quasi. Dann sehen wir ja hier. Einfach. Hier war... Oh, ich hab schon wieder Schiss. Ich merk's, ey, ich hab das jetzt schon... Ein paar Tage spielst du nicht und dann kriegst du wieder... Ey, am Ende war ich so gewohnt hier. Ja, kein Problem, alles klar, überall Leichen und so, easy, alles dunkel, kein Problem, Kakerlaken. Ich bin schon wieder falsch gelaufen, scheiße. Aber jetzt bin ich schon... Jetzt machen mir schon dunkle Räume schon wieder Schiss. Hier ging das lang, ne? Ich hätte hier direkt lang gehen können. Hier kam ich ja immer noch nicht rein. Warum gehe ich hier lang? Habe ich den Schlüssel schon? Nee, ne? Da fehlt mir noch der Schlangenschlüssel. Boah! Digga, gegen die Wand gelaufen. Ich dachte, da wäre was. Oh! Ist hier Loot vielleicht noch? Ich bin falsch gelaufen. Ich muss hier... Ich hab mich, glaub, wieder verirrt. Muss ich durch den Boilerraum? Ich muss durch den Boiler... Ah, da war... Wie geht's... Ah, hier. Hier, ja, genau. Hier ging's dann in den Boilerraum. Hier waren die Schweine. Oh, da oben speichert's. Warum speichert das oben jetzt links? Ich bin schlauer Gamer. Ich bin Gamer. Ich kenn Game-Mechaniken. Die Badewanne war letztes Mal voll. Hier kommt gleich irgendjemand. Manche Leute sagen, ich rede immer viel. Ha! Diese Scheiß-Oma.
Was ist das für ein Viech? Lad doch nach, Mann! Steuerung aus der Hölle, ey! Ach! Was ist das für eine Steuerung, ey? Du kannst nicht schießen einfach! Oh, warte mal, er fällt gerade auf. Das muss so das Licht sein. Wir müssen das ein bisschen... Das ist doch meine Lichtstimmung für Resident Evil. Und die Kerzen fehlen noch. Mache ich vielleicht nachher an. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Alle 30 Zimmer. Okay, jetzt kommt die Oma. Warte mal, ich brauche die Flinte. Ich brauche irgendeine andere Waffe gegen das Viech. Das war mir alles nicht genug. Habe ich trotzdem kurz ein kleines bisschen erschrocken. Der Generator generiert Strom. So, jetzt wissen wir ja Bescheid. Das ist ja jetzt ganz easy. Kann ich vielleicht versuchen, mal auf einen Copy zu treffen, ne? Warum hat das letztes Mal irgendwie 500.000 Schüsse gebraucht? Die Frage ist, was war das? War das eins von diesen normalen Dudes, die früher... Ich will es auch gar nicht wissen. Hier ist alles einfach... Die haben ja alle einen Knall, die Familie hier. Die... Ich muss immer nach hinten gucken, ey. Ich habe immer das Gefühl, von hinten kommt was. Das wird she said. Erstmal nochmal treten hier. Bam! Geil, Alter! Haha! Boom! Jean-Claude Van Damme! Hahaha! Hippari! Schlangentür wieder, aber Zerlegungsraum ist doch hier. Oh, ich hab's dann auch voll laut, ey. Ich krieg dann immer voll den Schreck. Ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Ne, das ist wieder Schlangen. Ich brauche unbedingt den Schlangenschlüssel, Leute, ey. Der Schlangenschlüssel scheint geil zu sein. Vielleicht ist da drin irgendwie eine fucking Panzerfaust oder so. Vielleicht muss man hier einfach runterhüpfen? Nee, warte mal. Ich renn mal. Ba, 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 ba. Hier ist es drin. Genau. Ah, hier war der, hier hing der doch. Oh, hier ist ein Zettel. Prove you're a real man. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine... Genau. Was? Steck deine Hand in den Rachen dieses Schweins. Jetzt habe ich irgendwas übersprungen, was er gesagt hat. Shiny Shoes, doch. Machen wir die Tür zu, ey. Ist mir alles ein bisschen hier. Machen wir mal eine Ruhe hier bei der Operation. Ja, kommt mir keiner von hinten jetzt hier.
Ein abscheulich süßlicher Gestank. Er fängt schon zu verwesen an. Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Sorry, buddy. Schlangenschlüssel! That pretty little thing will help you find the two key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan! Oh no. Scheiße, ich wollte da schießen. Kommen die rein jetzt, oder nicht? Ich meine, hier ist safe. Ey, ich wohne jetzt einfach hier. Ich wohne hier. Ich kann mich Han Solo-mäßig hier reinlegen für Wärme oder Skywalker-mäßig. Kann den hier essen, dann werde ich halt auch Zombie. Und dann bin ich Zombie-Mann, kann dann rausgehen, dann können die mir eh nichts. Ich wohne jetzt hier. Ich hab's schön hier. Ich hol mir Tine Wittler hierher. Die macht mir eine schöne Einrichtung hier. Die macht aus den ganzen Sachen Bares Ferraris mäßig, aus dem Rohr irgendwie eine Lampe. Aus den Fliesen, die kann man auch mal putzen und so. Aus dem Schild machen wir auch noch ein schönes Erinnerungsstück. Okay, ich weiß schon, ich muss los. Ja, jetzt geht's nicht auf. Oh! Haha! Ich hab's verkackt. Ich bin jetzt irgendwie in der Sackgasse. Schnell! Ich komm hier raus! Ciao! Rein in den Schlangenraum. Wo ist der nochmal? Ah, shit, ich bin falsch gelaufen. Shit. Oh nein, 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 nein. Weg, einfach weg hier erstmal. Ich weiß, da ist noch ein Schlangenraum, aber es gibt ja noch einen anderen Schlangenraum. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Hier ist die Oma. Ist die noch hier? Die ist weg. Mann, diese scheiß Oma. Ich bin jetzt mal ein richtiger Schisser, kurz. Ich gehe jetzt mal in den anderen Schlangenraum. In dem Haus. Ach so. Oh. Ich verlaufe mich hier immer, ey. So. Die Schweine lassen mich nicht. So, jetzt wäre die Frage, ob ich jetzt einen neuen Speicherstand anlege. Im Sinne von Schlaumann-mäßig so. Weil der davor war jetzt sozusagen ich hatte. Naja, ich kann das noch überschreiben einmal, glaube ich. Ich habe jetzt den Schlangenschlüssel. Ich muss aber da unten noch rein. Da war noch ein unterer Schlangenschlüsselraum. Kann ich noch was mitnehmen? Krähenschlüssel. Granatwerfer. Brenner. Pistolen, warte mal, Pistolenmunition, brauche ich, kann ich das nicht stacken jetzt? Warte mal, das könnte ich doch jetzt, glaube ich, aufstacken. Okay. Dann. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Schlangenraum, ich bin immer gespannt, da gibt es bestimmt eine neue Waffe. Da. Wie komme ich denn da hin jetzt nochmal? Da bin ich immer wieder gelandet, obwohl ich da nicht hin wollte. Und jetzt, wo man hin will, findet man es wahrscheinlich nicht, ne? Ist ein bisschen wie der G-Punkt. Oh, okay. Gutes Aim eigentlich, aber schnell weg. Ich hab mich umgedreht, richtig geil. Der ist krasser als alle anderen.
Nein, Sackgasse! Oh, nee, doch nicht! Ja, der ist weg! Den noch jetzt, auch noch. Yeah, ich bin gut mittlerweile! Schnell! Oh, ich hab's drauf mit dem Wegrennen jetzt. Was ist mit dem jetzt? Komm, stirb mal! Stirb einfach! Yes! Fuck off, ihr Schweine! Geil! Lass mir meinen Schlangenraum nicht nehmen! Von keinem von euch! Bin der Schlangenmann! Hab gewusst aber, dass hier was kommt, das Spiel. Das Spiel ist ein bisschen auch ein Arschloch manchmal. So, jetzt. Was mache ich jetzt? Ich habe so viel Munition ausgegeben dafür. Wo komme ich jetzt nochmal zum Schlangenraum? Dafür muss ich runter. Ne, da unten ist eins, aber hier war doch auch noch irgendwo. Hier war doch immer noch ein Raum irgendwo mit dem Schlangen. Da bin ich immer wieder dran gekommen. Aber dann habe ich immer wieder gesagt, nee, habe ich ja noch nicht. Und jetzt, wo ich es. Wir müssen auch noch in die Bar 25 da gehen, da hinten, in den Rave. In den Rave. Ey, ich hab's aber gerade gut gemacht mit dem Finden, ne? Also mit dem Umdrehen-Ding. Ha, so! Oder so! Garage ist es nicht gewesen. Ich glaube, hier ist es nicht. Ich glaube, ich muss einfach runter in den Schlag. Ich weiß wo. Ich weiß jetzt wo. Ich habe mich erinnert. Ich finde das jetzt ohne Karte. Es ist unten in dem Boilerraum, wo ich ganz am Anfang zuerst aus Versehen hingegangen bin. Da muss ich hin. Und ich speichere hier jetzt, weil ich habe die zwei Dudes gekillt. Scheiß auf Munition. Ich weiß, wo ich hin muss. Da war ein Schlangenraum. Und zwar, ja genau, wo ich ganz am Anfang wieder diese kleine Treppe runtergegangen bin, in dieser Küche da. Und da geht's runter. Ich nehme jetzt ein Stück Toblerone, war geil. Ah, komm raus! Wie esst ihr Toblerone? Seid ihr auch so einfach... Ich bin so ein Toblerone-Lutscher. Aber dann das Problem ist, dann hat man diese ganzen Krokant-Scheiß und der hängt dann zwischen den Zähnen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, manchmal spucke ich das dann raus. Boah, hast du da, hat man so ein... Bist du auch noch mal? Danny Rebe vor allem und vor 1200 Leuten live im Stream. Ja, oh, Skandal. Okay. So, ich weiß jetzt, wo das ist. Ich kenne mich hier aus. Ich habe auch keine Angst mehr. Und zwar, pass auf, ich bin wieder ganz. Ich laufe immer falsch rum hier. Ich laufe immer falsch rum. Das gibt's nicht. Wie dumm kann man sein? Hier in dem Raum, pass auf. Orientierungs-Donny ist aktiviert, Leute. Aktiviert und wird nicht mehr abgestellt. Stell mich in die Ecke, ich bin der neue Siri-Mann. Ich finde für euch überall hin. Ich bin aktivierter Orientierungs-Donny-Mann. Hab mein Mikrofon vollgespuckt mit Toblerone, geil. Hier kann ich jetzt rein, nämlich, Freunde. Hier wollen wir schon lange rein. Ach so! Das ist nur eine Abkürzung! Was soll die Scheiße? Ich dachte, das ist ein geiler Raum jetzt. Aber dann die Werkstatt. Ist dann das? Ist das vielleicht ein Raum? Das war nur eine Abkürzung. Ja, was soll das? Was muss ich eigentlich machen? Ich muss die zwei Zugangskarten finden. Fahrten. Fart. I'm a fart man. Schunkel, verdammt! Ich krieg ganz schön die Kalorien verbrannt. Ich mache auf jeden Fall meine 10.000 Schritte hier heute. Wo ist meine Panzerfaust? Ich dachte, die wäre da. So. Ich laufe irgendwie im Kreis.
Der Boiler Room im Internet, der sieht immer ganz anders aus. Boah, kennt ihr diese Leute, die beim Boiler Room immer so vorne beim DJ tanzen? Also ich will ja nichts sagen, aber die mag ich nicht. So also ganz nah am DJ und die immer so nerven, auch was ins Ohr schreien, irgendwie schreien immer so, kein bitte, kein bitte. Und der DJ immer so, ja, keine Ahnung, versuche ich aufzulegen, whatever. Schlimmste Art Menschen. Okay, ich muss jetzt doch wieder hoch im Haus, da war ich ja richtig. Das hätte ich eigentlich laden können. Aber ich habe die Tür jetzt aufgemacht. Naja, gibt schlimmere. Ja, gut. Gibt immer schlimmere, ne? Das ist natürlich so ein Argument. Aber okay. Gut, sind jetzt nicht. Hitler war schlimmer, wahrscheinlich. Oh, warte mal. Ich bevorzuge den Boiler rum. Hm. Geht's hier wieder raus? Hm. Muss ich in die Garage, weil da rot ist? Hier sind Schlangenräume. Ah, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder. Oben, da gibt's ja noch ein Geschoss. Da sind die ganzen. Hier ist ein Schlangenraum. Der ist neu. Ich kann die nicht anzielen, ne? Die geht nicht. Kann man nicht killen. Was ist mit dir? Soll ich dich hier rausholen? Oh, nice. Was da? Nee, achso, okay. Zeiger bewegen. Aha. Warte mal, ich muss gucken. Hier ist wahrscheinlich ein Hinweis. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren? Okay. Let me see. Ist das der Sohn? April 1980. Jack joins the Marines. Brought some Kräuter back. Put them in a drawer. Mhm. Went to Vietnam, brought some Kräuters back. Nee, 80 war nicht Vietnam. Was war 80? Desert Storm? Auch nicht wahrscheinlich. Madden, Mann! Dietrich! Habe ich den jetzt genommen? Okay, die Uhren. Hier ist doch. Wo war nochmal eine Uhr? Ich weiß, wo eine Uhr war, in der Küche unten. Weißt du was? Ich bin da mal jetzt kurz mal richtig, ich sag mal. Hardcore Resident Evil 7 Zocker und erledige das direkt, das Rätsel. Ich weiß doch, wo eine Uhr ist. Da habe ich doch das ganz am Anfang eingesetzt. Und während ich so renne, habe ich Schiss, dass jetzt gleich was um die Ecke gesprungen kommt. Hier war eine Uhr nämlich. Guck mal, habe ich mir gemerkt. In dem Raum hier. Aua! Ist hier was? Ah! Okay. Ah, no, ciao. Oh, leider, ich hab's drauf jetzt mittlerweile. Was hier? Ich brauch keinen Löffel. Bei hier, guck mal, hier ist nämlich eine Uhr. Weiß ich noch. Was ist hier für eine Uhrzeit? Viertel nach 10. Okay, also, Dschungelcamp-Zeit. Also,
Ey, ich werde hier noch zum richtigen Resi-Zocker, Alter. Ich hab's raus jetzt. Aber weil das Game... Ich bin aber auch Gamer. Ich bin richtiger Gamer, Leute. Ich weiß, weil das Spiel weiß jetzt, dass ich die Uhr gecheckt habe und weiß, ich muss jetzt hier wieder durch. Schlaubi Schlaumann sagt, jetzt kommt hier was bestimmt. Und das Spiel weiß, ich muss jetzt hier hoch. Oh Gott, wer sagt 10:45? Ich sag's euch so, Leute, ich sag's dir ehrlich. Leute, die 10:45 sagen, die sagen auch KW18. A.K.A. hör auf damit. Sofort bannen. Raus. Ich komme aus Süddeutschland, Leute. Wisst ihr eigentlich, wie lange ich gebraucht habe, um zu verstehen, was die eigentlich von mir wollen? Komm schon, 10:45. Ich muss dann, dann sitze ich da. 10:45. Okay, also wenn 11 ein Kuchen ist, wenn 11 jetzt ein Kuchen ist und 3/4 von dem Kuchen, na ist es 10:45. Überlegt euch mal, 9:45 ist 9.45 Uhr. Und ich musste damit immer leben. Permaban auf jeden. Geht gar nicht. Einzelchef, wenn ihr meiner Meinung seid. Das will ich mal kurz sehen. Das wollen auch die Leute auf YouTube sehen. Das gehört verboten, oder? 10:45, 9:45? Aber sehr viele Zweien auch. Jetzt will ich es mir nicht verscherzen bei allen hier. Und das war die Karriere von Donny als Streamer. Wie er sich gleichzeitig mit beiden Lagern seines Chats verkackt hat. Jetzt habe ich die Uhrzeit vergessen. 9:50. Wegen Ibis. Haha, gemerkt deswegen. Schlau. Muss ich das jetzt. Warte mal. Ich war kurz davor, alles in die Richtung zu drehen. Na, Oma, hättest du nicht gedacht, ne? Allelele, allelelelele. Aber ich guck mal hier noch rein. Ist hier noch was vielleicht? Hier ist bestimmt ein Loot. Little doot 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 doot. Staubsauger. Erstmal ein bisschen stauben. Wie lange war ich jetzt nicht im Overlay? Ach so, scheiße. Scheiße. Ja, alles gut. Ich habe nur, ach, ihr habt das jetzt gar nicht gesehen? Oh, ich bin so schlecht. Ich habe hier die Uhr eingestellt und dann ging das Bett zur Seite und das hier auf. Scheiße, ich war im Overlay, habe ich verkackt. Es tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber dafür habe ich jetzt hier einen Rucksack anzubieten. Ich habe gerade die Tür aufgemacht. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Ja, geil, 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 geil. Eine Reihe. Wir haben eine weitere Reihe. Kraut gibt's mir. Schieb's mir rein. Das Kraut, das ist geil. Ist hier was drin? Schatzfoto. Das ist... Wo ist das? Da ist da eine Münze, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ah, hier steht noch was drauf, oder? I hit something nice here. Try to find it if you can. Hm. Aber ist es hier drin, oder wo ist das? Ja, irgendwo anders. Müsste mal drauf achten. So ein Typ mit Mütze. Ist es die Oma einfach? Was sind denn hier wieder für Bücher? Cray is right. They killed him. Cray is right. Murder in Cleveland. Unnerving combat. Da steht ganz oft, they killed him. Hm. TTV is laundry detergent. Super ultra bubbly clean. Hm. Oh, hier ist was. Was ist das? Sieht aus wie ein Plan für eine Waffe aus. Ja, Heidenei. Jetzt wird's aber gleich 11:45 hier mit dem Ding. Main House. Also in einem Raben. Aber habe ich die nicht schon? Ich glaube, die habe ich schon, Leute.
Da, wo das Klo ist. Ich glaube, ich hab die. Okay, ich behalte es mal im Hinterkopf. Ich hätte gern so eine Lampe in echt. Das sind schöne Lampen, diese, finde ich. Gott, ich bin echt schon so ein Hipster geworden. Ja, so ein richtiger Berliner Hipster. Ja, ich habe so eine... Das ist eine antike Lampe, weil ich bin nicht so einer, der beim IKEA Sachen kauft. Ich habe dann gerne so eine kleine Mischung. Und dann guckt man so das Zimmer an, alles von IKEA und eine so eine Lampe auf dem Tisch. Warum ist hier nichts drin? Was soll das? Warum kann ich das aufmachen, da ist nichts drin? Spiel, sei nicht so. Warte, habe ich da schon was? Ich habe da schon was rausgeholt, ne? Siehe meine Wohnung. Ja, ach nee. Genau so ist es doch bei mir auch. Obwohl, ich habe noch den Rest, habe ich von Elgato. Oh oh. Oh no, wir sind unter dem Bett. Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, was der hat. Das ist die ganz normale Ochsensuppe-Rezept von Gordon Ramsay. Ist jetzt so in der Haute Cuisine eigentlich mittlerweile gang und gäbe. Ist jetzt natürlich ein bisschen verwesen. Da hat einer wohl ein bisschen das schleifen lassen. Aber so ist die Zubereitung eigentlich. Was ist das? Zugangskarte, okay. Ah ja, jetzt weiß ich, das sind draußen diese beiden. Das waren doch die Bar 25 Türen. Das ist jetzt hier leer. Aber wisst ihr, was nicht leer ist? Heute Abend um 0 Uhr Spotify und iTunes. Dann wird wieder aufgefüllt. TWAS. Worst Überleitung ever. Kommt heute raus. 0:01, Leute. Mittwochmorgen, 0:01. Neue Folge TWAS. Zieht es euch rein. Ich freue mich. Folge 5 ist schön geworden, finde ich. Habe ich letzte Woche schon aufgenommen. Aber jetzt geht's hier weiter. Wer wissen will, wie man meinen Podcast findet, einfach im Chat eingeben, Ausrufezeichen Podcast, schamlose Eigenwerbung. Während ich hier in diesem Raum bin und weiß, wenn ich jetzt weitergehe, kriege ich Angst. Warum ist hier nichts? Ah, hier sind wir! Das ist die Tür! Die, wo ich immer dagegen bin. Die nie aufgegangen ist. Okay, dann gehe ich doch jetzt einfach nochmal hoch. Da war noch ein Schlangenraum. Guck mal. Das ist doch genau so. Und jetzt gehen wir nochmal hoch. Ist es hier lang? Ja. Ich speichere aber einmal kurz da oben jetzt gleich. Oh, no, 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 no! Oh, von beiden Seiten. Ich wurde gesandwiched wieder, ohne es zu merken. Oh, shit. Oh, nein! Oh, ich bin gut geworden, Alter. Die hat mich nicht einmal getroffen. Aber mein Aim ist scheiße. Oh, mein Aim! Ah. Stirb! Okay. Ah! Nein! Ist ja nur so, dass ich 15.000 Kugeln verschwendet habe.
Nein! Ich hab gar nichts mehr. Ich hab ihn, oder? Yes, okay, nice. Wow, ich hab alles verschwendet. Ich hab keine Munition mehr. Okay, aber es war es irgendwie wert. Aber ich hab das doch, ich checke mal nicht, ob ich die umbringen soll oder nicht. Manchmal frage ich mich, wäre es nicht schlauer, weiterzulaufen? Aber dann denke ich mir, die. Was ist das? Stecker ab! Da ist irgendwas umgefallen. Aber es waren bestimmt nicht mehr als drei. Oh, ich habe aber echt viel daneben gezielt, aber man hat dann echt Panik, ey. Man zielt dann. Okay, warte, ich glaube, ich kann noch was kombinieren, oder? Nee, nix. Ich hab nix! Ich muss bald wieder irgendwas looten, Leute, sonst geht das hier nicht gut. Ich brauch Loot. Ich will jetzt nicht speichern. Ich habe jetzt so viel Progress gemacht. Sieht nach gelöt aus hier. Ja, auf jeden. Bin der Gelötkolben entferner. Wenn ich gelöt sehe, muss ich es entfernen. Kann sich nicht so schnell drehen hier. Warte mal. Man geht jetzt hoch und wir gehen jetzt nochmal in einen der Räume, wo ein Schlangenschlüssel ist. Ich lasse mich doch da jetzt nicht lumpen. Die Leute wollen immer, dass ich mich lumpen lasse. Die sagen, Donny, lass dich lumpen. Ich sag nein. Ich habe genug Lumpen. Mann, Neck, my back, lass meine Lumpen, ich hab Sack. Jetzt hier ein Schlangenraum. Schlangenraum! Schlangenraum activated! Hier ist Loot drin, oder? War ich hier nicht schon mal? Ah, guck mal. Ich war doch hier schon mal, diesen Krokodil. Aber war das in einem Traum, in so einem Tape? Was ist das? Junioren-Erfinder-Wettbewerb. Was habt ihr da erfunden? Komische Zombieseren? Flintenmunition? Neues Mike? Ball! Ich hab wieder einen Ball. Wieso kann ich den nicht kicken? Ich will mit dem spielen. Warte mal, ist da vielleicht was drauf? Irgendwo? Würde man schätzen, FIFA 96? FIFA 96. That was easy. Kraut! Kann ich jetzt mal was kombinieren? Hm. Ist hier noch was? Es ist kaputt. Hm. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Da hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen. Ich habe ihm gesagt, ich soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Okay, das haben wir einfach so schon rausgefunden. Ist hier irgendein Hint? Ach so, das war quasi das Ding. Man muss alle Trophäen und die Lampe war die... Halt die Trophäe. Okay, I got it.
Das habe ich halt quasi einfach. Ihr kennt mein IQ, dafür gibt's ein Emote. Geh davon aus, dass ihr das jetzt schon ohne meinen dazu tun. Dietrich! Ich weiß noch, wo ein Dietrich war. Ein Dietrich-Ding. Ein Behälter, für das man einen Dietrich braucht. So heißt es richtig. Irgendwo bei so einem Rabenzimmer, egal. Raben, Raben, Raben. Warte mal. Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich ihn von oben ein Klopfen. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Gut, also damit ist die Lampe gemeint. Dietrich, die Soest. Also manchmal gucke ich in den Chat und dann denke ich mir, nice. Das ist Pam Pam, Dietrich, die Soest. Gut, kann ich das hier treten? Ich will Fußball spielen. Okay, wir gehen hoch. Happy Birthday. Das, die Geschichte mit dem Jungen, den sie eingesperrt hat, fand ich jetzt schon ein bisschen creepy, ey. Das ist auch so meine Art Horror, die bei mir... Oh, das ist eine Flintenattrappe. Hätte ich die auch reinstecken können in das Ding? Renovierungsvertrag, Jack Baker. Travel and Chamberlain Construction, 10. November 1992. Bis 30. November 1992. Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Aha. Aber das habe ich doch alles schon rausgefunden. Ich dachte, da steht gerade jemand, ne? Habt ihr das auch gecheckt in der Mitte vom Raum? So eine Verrückte? Bei dem Spiel weißt du nie, ey. Das ist kein Spiel, das ist einfach... Ah! Geil. Direkt Kombinatius. Kombinatius, Morphonatius. Ich brauche Munition. Dann mache ich lieber das, ne? Ja. Was hat das jetzt gemacht? Das kann ich auch machen? Nee. Er hat's nicht gemacht, ne? Hä, warum? Ach so. Dafür fehlt mir ja Pulver. Hm. Schattenaktivierte Tür, okay. Diesmal steckt's aber schon drin. Urteil, das Gemälde zeigt eine Frau, was? Die vor einer Menge kniet. Ich weiß nicht, was ich creepier finde. Dachböden oder Keller? Ja, schon eher Keller, wa? Das hat schon ein bisschen mehr in sich hier. Ah, ich sehe es so rum, glaube ich, oder? Ah, ich hab's fast. Aber auch nicht so richtig. Ah! Hä? Jetzt, ich hab's aber nicht richtig rum. Ja, so. Okay, wir haben den zweiten Schlüssel. Ja, finde ich auch gut. Chat, gerne mal ein Mod bitte eine Umfrage machen, was creepier ist. Keller oder Dachboden? Wer weiß, vielleicht sehe ich das ja. Also hier ist das Ding. Zugangskarte blau. Ich kann es jetzt... Bin ich voll? Oh, Lelek. Brauche ich das? Ein Holzteil, eine Finte. Kann man nicht als Waffe verwenden. Da kommt gleich ein Vote, ihr müsst es gar nicht reinschreiben. Dann könnt ihr einfach abstimmen, dann sehen wir das Ergebnis gesammelt. Das kommt bestimmt gleich, da ist es doch. Da könnt ihr da abstimmen. Einfach draufklicken, ne? So, ich kann ja nichts ablegen, das geht ja nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt muss ich wieder zu einer Kiste, damit ich hier wieder hoch kann, um das zu holen. Na gut.
Da ist es jetzt halt. Aber jetzt kommt bestimmt was auf den Weg und ich habe keine Munition. Und nix. Scheiße, warum habe ich das aufgehoben, diese scheiß Holzwaffe? Aber warte mal, kann ich jetzt die andere Flinte nehmen aus dem Hauptraum? Aber war die kaputt? Also, ich, Keller scheint auf jeden Fall deutlich vorne zu liegen, jetzt schon. 85% bei 140 Stimmen zu 24 Stimmen, 15% Dachboden. Kann man hier rein vielleicht? Nee. Okay, ich baue jetzt eine Kiste schnell, damit wir... Jetzt kommt hier was. Ich weiß, es kommt was, aber ich habe nichts. Guck mal, ich weiß, es kommt jetzt hier was und ich habe nichts außer zwei Schuss. Nee, sechs Schuss. Im Badezimmer war doch, war das nicht ein Speicherort? Nee, was war nochmal ein Speicherort? Waschraum, aber da... Da steht ein S dabei, wenn es ein Speicherort ist. Hm. Okay, komm, sei einfach mal nett, Game, und komm jetzt mal nichts Neues hier, okay? Ich probiere das jetzt mit der Flinte aus unten. Dann habe ich... Ah, warte mal, ich kann die Flinte ja dann ab... Ne, habe ich ja die andere Flinte. Okay, wir machen es mal... Ah, nee, aber ich... Ah, ich kann die nicht ablegen. Was ich meine, ich kann die jetzt nicht nehmen, weil ich ja voll bin. Hm, ich, Scheiße! Ich gehe jetzt wieder zu meinem Waschraum, das ist mein favorite Safe Space. Das ist mein Waschraum. War da gerade was? Ich will es nicht wissen. Ich laufe hier einfach weiter. Okay, Kiste. Safe Zone! Also, das Vote ist ziemlich eindeutig. Keller zu 86% zu 14% für Dachboden. Bin ich bei euch? So, erstmal. Nee, jetzt legen wir erstmal die Axt ab. Vielleicht kann ich das nachher irgendwie gebrauchen mal. Das Tape. Wo war nochmal ein Abspielgerät? Ich glaube im. Bei dem Hintereingang. Ich glaube, Schlange können wir ablegen. Was ist das hier? D-Serie Arm. Den brauche ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Festbrennstoff. Scheiße. Schatzfoto kann ich mal weglegen, genau. Dann kann ich, was kann ich noch weglegen? Hier den Brennstoff irgendwie. Brauche ich gerade nicht. Das will ich gleich austauschen mit der anderen Flinte. Mal gucken, ob die was bringt. Ich habe voll viel Kraut, aber ich kann nichts damit machen. Ich brauche dringend irgendwie Chemikalien. Und jetzt, also was ich machen will, ist jetzt erstmal die Flinte holen, die andere, und die mit der Holzflinte austauschen, einfach weil ich mal gucken will. Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass man so eine Holzflinte findet dann nochmal im Game später. Ich gehe davon aus, dass die andere Flinte vielleicht auch benutzbar ist und dass die vielleicht geiler ist. Aber andererseits erinnere ich mich gerade daran, als wir da zum ersten Mal eingesperrt waren, konnte die Flinte nichts. Oder war die nur leer? Ach so, muss es gehen. Holz, Flintenattrappe, okay. Aber was ist jetzt die andere Flinte? Ist die jetzt besser oder nicht? Oder war es nur ein anderer Weg? Da steht doch defekt! Da steht defekt. Da steht einfach defekt. Und jetzt habe ich den ganzen Scheiß für nix gemacht. Ich habe jetzt eine Attrappe mit einer defekten ausgetauscht. Na geil. Mache ich jetzt in die Kiste, aber ich hebe mir die auf. Richtig wie zur Arbeit gehen hier, immer in diesen Raum zurückgehen. So, hau ab. Dietrich. Wir haben jetzt zwei Dietrichs übrigens. Da war. Ich weiß noch, wo Sachen waren mit Dietrich. Ich muss mich daran erinnern. 44 Munition. Defekte Pistole. Ja, oh, ich weiß jetzt auch nicht. Wo wollte ich nochmal hin? Ach, die Karte holen. Die Keycard. Hm.
Keycard. I need the keycard. Okay, das ist jetzt natürlich wichtig fürs Spiel. Aber ich muss doch auch noch das Serum herstellen. Da ist der Arm doch wichtig, oder? Habe ich den jetzt noch dabei? Warum habe ich den dabei? Den lege ich schnell ab. Ich glaube, den brauche ich erstmal jetzt nicht. Dann habe ich 2 Plätze frei, weiter für Sachen, für Loot. Die Tür könnte man auch mal wieder ölen. Ne, nur 1 Platz frei. Donny, könntest du noch mal die Tür da ölen? Hörst du nicht, dass die immer quietscht? Kommst du einmal zum Obi, holst ein bisschen Öl, machst es noch in die Scharniere rein, ölst es noch, tut es noch mal quietschen. Wir müssen das Tape auch noch angucken. Das ist aber, glaube ich, so ein Raum. Ich kann bei mir im Trailer kann ich Tapes angucken, glaube ich, ne? Aber erstmal muss ich hier die Keycard holen, das ist das Wichtigste. War das hier oder hier? Ich glaube hier, ne? Es dürfte eigentlich alles sicher sein hier. Weil ich das so sage. Die kennen mich hier schon voll aus. Ich bin schon richtig hier zu Hause. Oh, Fußball! Kicksy! Dack! Back! Back! Ja! Okay, wir haben jetzt beide Zugangskarten. Bitch! Let's go and motherfucking dude! Oh, jetzt weiß ich, jetzt pass auf. Jetzt weiß aber das Spiel, dass was Neues kommt. Jetzt habe ich nämlich die Karte. Jetzt kommt nämlich wieder mein. Ja, ich war jahrelang natürlich Programmierer. Gut, naja, also manche nennen es Programmierer, andere nennen es sehr, sehr viel SimCity 2000 spielen. Für mich ist es mehr oder weniger das Gleiche. Ich finde, da kann man jetzt noch ein bisschen Spreu vom Weizen trennen. Ja, okay. Aber für mich ist das Programmierung. Hier war so ein Ding. Ah, hier, guck mal, da gucke ich doch direkt das Tape an, oder? Chili Vanille. Nil to the Bill. Gibt's hier was zum Saufen? Ist im Grunde das Gleiche, ja. Danke, Chat. Okay, let's go. Oh, Tape, Leute. Tape time. Tape Hype. Tape Hype. Oma Tape. Can trespassing idiots solve puzzles? You must have friends. You are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. It's taken me weeks to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Sieht voll aus wie so ein Crack. Crackhead. Okay, geil. Das gefällt mir. Das ist ein Rätsel direkt, oder was? Let me see. Sorry. Also hier nochmal. Ich kann jetzt hier lang oder da ist die andere Tür. Kann ich die anzünden oder so? Warum sind hier Luftballons? Kann ich das kombinieren? Kombiniere Luftballon mit Kerze. Um was zu tun, Donny? Ha? Um was? Eine Kerzenbombe. Oh, hier ist Gas. Zünd dich an.
Das ist doch Gas, oder nicht? Kann ich es nicht anzünden? Okay. I'm calling the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cape. And remember to smile. This party is for you. Okay, also das Rätsel ist die Katze. Ich mag das. Ist vielleicht ein bisschen Abwechslung vom Horror. Ich muss halt jetzt ein Rätsel lösen, finde ich gut. Okay, Kerze müssen wir, also wir können irgendwie wohl hier nicht durch, weil da ist irgendwie dann mit der Kerze, die geht dann aus. Aber ich guck mal hier, was hier noch so ist. Was ist das hier? Ja, ich habe noch keine Hinweise für irgendeinen Code, oder? Deswegen... Aufziehschlüssel. Okay. Da kommt jetzt aber Zeug raus. Ich habe jetzt einen Aufziehschlüssel und eine Kerze. Okay, ich habe jetzt... Also hier kann ich wohl nicht durch. Da geht immer... Okay. Gut. Könnte man jetzt natürlich sagen, man könnte auch so eine Kerze herhalten, ne? Ich will jetzt hier nicht klugscheißen, ne? Mach's aber. Ne? Merkel. Danke. So, hier kann ich mir wahrscheinlich wieder Feuer holen, ne? Ne, achso, hier kann ich den vielleicht aufziehen? Ja. Überhaupt gar nicht creepy. Gar nicht. Absolut überhaupt nicht creepy, der Clown. Passt nicht. So, G-Set. Mh. Ah! Bäh. Oh, fucking disgusting. Yeah, well. What the? In this fucking haunted house. Hm. Verschmutztes Fernrohr. Oh, das würde ich mir aber nicht ins Auge machen wollen, gerne. Hepatitis. Könnte man da durchaus kriegen. Super AIDS auch. Wo habe ich nochmal die... Woran habe ich nochmal die Kerze angemacht am Anfang? Oh, ich ahne schon, dass ich hier... Ah, da, ich bin doch hier reingekommen und dann habe ich irgendwie die Kerze angehabt. Gleich. Hm. Komischerweise kann ich jetzt auch sehen, ohne dass die Kerze an ist. Mhm. Klugscheiß Donny ist total on a roll. Das würde nichts nützen. Mutter würde nichts nutzen, ne. Ich bin doch schlau genug für diese Rätsel. Komm mal, was denn hier? Kann ich hier irgendwie... Wasser, ja, ja. Luke hat gesagt, ich soll eine brennende Kerze... Ja. Lukas kann mir mal links und rechts den Hoden lecken, ey. Es lässt sich nicht stopfen. Nee, ich gehe. Muss nicht immer jeden mitnehmen, Leute. Man muss nicht jeden mitnehmen. Hier ist was. Passt nicht. Nee, man muss nicht jeden mitnehmen. Vielleicht kann ich am Herd was anmachen hier. Gas. Ja, klar. Tick, 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 geh. Hat er zertötet. Hat er zertötet. Oh, du. Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas mit der Kerze, die an ist? Hm. Hatz, latz, 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 Hadouken! Hadouken! Sorry. Excuse me, okay? Didn't do it on purpose, just came out of my mouth, just kind of like a belt, sometimes it happens. Wieso kann ich mit den Luftballon... Aber ist es, weil er ein Clown ist, oder was? Wieso kann ich das nicht anzünden hier? Das kann ich doch bestimmt kombinieren. Ja, doch. Wieso? Das ist doch Gas! Oder was ist das? Luft? Das würde nichts nützen.
Eigentlich muss man im Endeffekt nur Sachen suchen, die man aktivieren kann und dann einfach ausprobieren. Aber das ist ja auch irgendwie lame. Ich will ja, dass ich selber drauf komme. Hier liegen Luftballons rum. Das ist, scheint wohl doch Luft zu sein, was hier rauskommt. Deswegen geht das nicht. Ich war mir sicher, das ist Gas. Die Frage nur, ob ich jetzt hier richtig lange brauche oder ob da irgendwann das bald Klick macht, weil gerade bin ich so ein bisschen. Hier ist noch was. Ah! Was kann man da machen? Es kommt kein Wasser raus. Das Fernrohr muss ich ja auch irgendwie noch benutzen irgendwo, aber vielleicht kann ich das wo reinstopfen? Kann ich das Fernrohr? Vielleicht ist das. Ja, klar. Was brauche ich denn jetzt? Ein Fernrohr? Ich gehe das mal da reinstopfen in das Ding. Da, wo hieß, ich kann nichts reinstopfen. Bringt das vielleicht was? Er lässt sich nicht stopfen, ach so. Und was ist das hier überhaupt? I don't know. Fucking baby. Three babies. Three man and a baby. Languste, Vogel. Warte mal, vielleicht die Reihenfolge, wie ich die Schüssel bekommen habe? Rabe? Rabe, Skorpion und dann Schlange. Jetzt einfach mal auf gut Glück. Gibt's hier Schlange? Nee. Hätte sein können. Was ist denn hier noch? Anything here? Kiste. Kiste! Auf geht's! Komm, Kiste, nein! Hier vielleicht das was reinstopfen. Da kann ich das bestimmt doch reintun, oder? Passt nicht. Passt nicht. Okay. Well, Houston, we got a little bit of a problem right about now, because I'm in a room and I don't know what the fuck I'm supposed to do. And I'm getting wet every time I go through that door. Water be coming down and just making me all wet and, you know, moist. So, I'd appreciate if you can send some help in form of like a spaceship or whatever. Just take me fuck out of here. Was soll ich denn da machen? Dem vielleicht das Fernrohr geben? Passt nicht. Ja, alles passt nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Running out of options here, I'm gonna be honest with you guys. Ich will keine Hilfe, Leute. Auch für Leute, die nicht Backseat gamen, Leute, ne? Ich gucke extra nicht in den Chat, aber auch für Leute auf YouTube wollen es vielleicht nicht wissen. Seid mal ein bisschen nett, ne? Was soll denn das hier? Ich kombiniere einfach alles mit allem. Hier, da steht was. Was ist denn das? Steht was in der Itembeschreibung. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Scheint schon häufig. Ja, ich muss mich mal mehr daran gewöhnen, vor allem die Beschreibung auch zu lesen tatsächlich. Ich bin ja eigentlich eine alte Leseratte. Scheiße, Mann! Isolation. Ich fucke die Bude einfach ab, Alter. Ich frage mich gerade, ob jetzt vielleicht andere Sachen aktiviert wurden, wenn ich das jetzt anhab, das Licht. Ja, die Kerze. Ist wieder einer dieser guten alten Let's Play-Momente, wo man weiß, gucken mehrere tausend Leute zu, wie man rumläuft und etwas wahrscheinlich komplett Offensichtliches nicht sieht. Und der Druck mit jeder Minute steigt, weil man sich immer dümmer vorkommt. Aber ich bin es jetzt schon so gewohnt,
dass ich da ganz ruhig bleibe und dann mir sage, ja, und wenn wir bis morgen früh hier durchharren, ich lasse mich hier nicht spoilern, ich finde das raus. Ich habe jetzt einfach nochmal angemacht, den Dude hier. Was macht er denn? Was macht er denn? What are you doing, Clown Boy? Clown Boy? Die Luftballons, vielleicht irgendwas mit denen, aber ich kann nichts machen. Was ist mit denen auf den Boden? Muss man die Luftballons aufblasen oder so? Oh Gott, ich krieg langsam eine leichte Panik. Ich check's überhaupt nicht. Muss ich hier irgendwas anzünden? Was macht man hier? Muss ich die Luftballons aufpumpen? Ah! Okay. Ja gut, Feuer und Seil, naja, klar. Hätte sein können. Ah, guck mal. Back, back, back. Cool. Party Pooper. Selber drauf gekommen, ja? Bin schlau. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Happy. Naja, Birthday. What? Oh nein. Cause I'm happy. Muss ich die alle kaputt machen, die Dinger, oder so? Back, 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 pam, 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 pam. Ich mach jetzt alle kaputt. Achso, ich könnte mich auch einfach bücken. Das geht einfach wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum ich das gerade mache. Vielleicht bringt's da was. Jetzt zieh ich's durch. Oh, ich wette, es bringt nichts. Aber jetzt habe ich angefangen. Jetzt bringe ich es zu Ende. Guck, da ist nämlich... Ah, war richtig. Guck mal, da ist jetzt nämlich so ein Ding. Ballon. Okay. Sieht aus wie so eine Analdusche. Ich mache jetzt alle Luftballons kaputt. Komm. Kann man was fertig machen, eine Aufgabe, ja? Nicht irgendwie auf morgen schieben. To-Do-Liste. Steuerung machen, Wohnung putzen, Luftballons in Resident Evil fertig platzen, machen. Ja, wisst schon, was ich meine. Mein Gott, der Gag war halt nichts. Nicht jeder Gag ist gut, okay, lass mich in Ruhe. Wenn überhaupt ein Gag gut wäre, Donny. Ja, lass mich in Ruhe. Permaban, tschüss. Okay, hat nichts gebracht, alle Luftballons kaputt zu machen, aber... Au, oh, vielleicht, jetzt. Düdel-düdel-düdel-düdel-düdel. Oh, da ist ja noch eins. Ich hab zu viel Zelda gespielt, Freunde. Okay, gut. Wir haben jetzt hier Happy, ja klar. Okay, easy. Dann muss ich vielleicht das andere auf Birthday machen? Sowas wie Baby... Also einfach dreimal Baby? Aber das wäre doch irgendwie auch zu einfach, oder? Was ist das für ein scheiß Code? Okay. Baby Day. Ja, was ist... Wie mache ich da jetzt Geburt draus? Oh, ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier ganz schwierig für mal einige Zuschauer. Aber da müssen wir jetzt durch. Ganz schwieriges Terrain. Vielleicht kann ich jetzt hier den Luftballon irgendwas machen. We got a nail! We look like Jesus! Aua, Imsch. Was denn, wo ist denn das drin?
Federhalter. Das lege ich rein bei dem Clown. Der hatte doch da so ein, so ein Dings, genau. Zum Tunken, wie heißt das? Tunkfläschchen-Dingens. Was? Er kann ihn nicht richtig halten. Vielleicht muss er in eine andere Position gebracht werden. Dir mal die Fresse an, ey. Jetzt vielleicht? Er kann ihn nicht richtig halten. Bist du dumm oder was, du scheiß Clown? Warum kannst du ihn denn nicht halten? Hier ist doch so ein Tunkfläschchen. Ich will das. Das muss doch hier irgendwie was. Eieieiei. Ach, warte, das ist die Kerze. Nee. Kann ich was kombinieren? Warum kann ich das dem nicht geben? Er kann ihn nicht richtig halten. Warum bist du so ein scheiß dummer Kackclown? Ja, Tintenfass heißt das. Ja, was habe ich gesagt? Tunkfläschchen? Why? What the fuck? Life for real, bruh. Ist jetzt hier das. Die Luft ist aus, okay. Da ist jetzt mein Dings drauf. Ich muss irgendwie auf den Code kommen, oder? Das ist wahrscheinlich das Nächste, was ich machen muss, aber was weiß ich? Das hat doch 1 Milliarde Kombinationen. Jetzt kommt wieder irgendein Mathematiker. Naja, laut Kombinatorik sind das eigentlich ganz genau 3 hoch 3 Möglichkeiten mal irgendwas, weil wenn man jetzt würfelt, dann... diese versteckte Passiv-Aggressivität gegen so Mathe-Freaks, ey, ist echt sehr auffällig mittlerweile. Aber es sind auf jeden Fall 1 Million Combinations, das kriege ich doch nicht hin. Ich meine, was ist denn die Logik? Happy Birthday. Boah, ich bin lost, Freunde. I'm lost. Da steht doch hier. Ist das der? Aber da muss ich hin, das muss ich aufdrehen, aber da kann ich nicht rein. Bei ihm sagt er mir, ich bin im Sturmbuch, sagt er mir. Ich bin doch hier richtig an dem Ding. Jetzt, come on, Donny, jetzt streng mal an. Guck dir mal die Itembeschreibung nochmal an. Die Feder sieht nach einer billigen Nachbildung aus. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Was ist ein Polarisationsfilter, Mann? Das klingt wie nach irgendwas bei Tenet. Da habe ich auch noch nichts verstanden. Kombinieren? Nee. Diese Kerze. Ja, was? Ich gehe jetzt alle so durch. Also, 24-Stunden-Stream confirmed. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe jetzt leider kein Monster Energy gekauft, von daher könnte relativ schnell zu Ende sein. Aber ich denke mal, die ersten 22.000 Kombinationen, die kriegen wir eigentlich bis morgen früh hin. Steht hier vielleicht ein Happy fucking Birthday, gotta lie? Lukas hat gesagt, ich soll eine brennende... Halt dein Maul, Lukas redet viel, wenn der Tag lang ist, Mann. Der ist ein fucking Maniac-Killer. Was hast du? Nee, immer werde ich nass. Ich weiß es doch nicht. Beweg dich nochmal. Warum gucke ich dir jetzt in Schritt? Guck ihn im Schritt, das Essen muss mit. Kann das nicht richtig... Kann ich das? Warte mal, ich habe eine Idee.
Ich habe eine Idee. Kann ich die beiden Sachen kombinieren? Oh, ich dachte, ich kann die kombinieren, das schwerer machen. Oh, ich hatte kurz gedacht, ich hab's. Hey, du kannst nichts kombinieren von den Sachen. Hier steht benutzen. Ich kann das benutzen. Aber warte mal. Ich kann das ja, ich kann das doch benutzen. Ah! Kann ich den irgendwie abbrennen? Dass wir vielleicht irgendwas machen. Ich bin lost in the game of love. Kann ich irgendwie... das anzünden? Das kann doch keinen Spaß machen, zuzugucken, Leute. Ich verliere alle Zuschauer mit diesem Rätsel. Nein, aber da müssen wir durch. Darum geht's jetzt hier auch. Das gehört dazu. Ich, bei einem guten alten Donny Let's Play. Ich erinnere mich, ich habe gerade echt traumatische Erinnerungen an Jedi Knight 2, wo ich in so einem Raum 2 Stunden war und nicht rauskam. Und immer dieser gleiche Druid vorbeigelaufen ist, der immer so gemacht hat. Ich habe davon Träume heute noch, weil ich nicht da rauskam. Oder Jedi Knight 1, war es Jedi Knight 1? Ich weiß nicht mehr, ich hab's bei Rocket Beans damals gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart bei dem Let's Play. Das war mein erstes Let's Play ever. Und ich hatte davon echt noch ein Trauma. Kann ich die Scheiße anzünden? Er kann es nicht richtig halten. Warum? Was machst du da? Du musst das malen, irgendwas für mich. Aber warum kann ich dir das nicht geben? Ey, sollen wir was machen, was auch ein bisschen lustig wäre, finde ich? Jetzt tatsächlich, weil es auch unterhaltsam ist. Ist ja immer. Wisst ihr, was geil wäre, wenn wir das Warm-Kalt-Spiel spielen? Hättet ihr da Bock drauf? Ihr dürft nicht genau sagen, was es ist, aber ihr dürft warm und kalt sagen. So, ich laufe jetzt mal hier in den Raum rein. Ihr müsst jetzt alle aktiv mitmachen, ne? Kalt. Kalt. Ich glaube, das mit dem Delay funktioniert nicht. Oh, ein paar Troller sind natürlich auch wieder dabei. Die genau das Falsche sagen. Ich gehe in den Raum. Bin ich hier warm? Jetzt ist es heiß, scheiße. Oh, was soll ich denn hier eingeben? Baby Langusten Vogelmann! Kann man das Zeug hier anzünden? Nee, ich habe auch kein Feuer. Scheiße, wir haben hier ein Delay. Ich war aber heiß irgendwo. Wohl. Ich weiß auch nicht, wie lang der Delay ist. Super hart. Ich
glaube, hier ist irgendwas hier mit den Schränken. Ist es. Irgendwas mit dem Herd muss ich machen. Irgendwas mit dem Herd ist es. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Kann ich vielleicht mit dem Fern... Okay, lassen wir mal das Heiß-Kalt-Spiel spielen. Das ist jetzt, das bringt nichts. Das hat... Das ist, kann ich hier drin nicht irgendwas mit diesem Ding machen? Wie will ich denn das nochmal aus? Benutzen. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das? Was steht da als Beschreibung? Scheint mit einem Polarisation ist doch ein... Warte. Oh mein Gott. Gibt mir mein Gehirn gerade einen kleinen Leckerli? Polarisation ist doch Filter, das heißt, das ist ja Filter für zum Gucken. Aber wo? Wo? Aber ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich sehe nichts außer Scheiße. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Das heißt, muss ich was finden, was dreckig ist, und dann kann ich wieder was sehen? Die Decke ist schmutzig. Was ist denn das? Ist das vielleicht? Ist das... Hey, da? Tut sich da was? Nee. Hey, mein Gehirn ist einfach anders als euers. Dumm, aber irgendwie auch genial. Ich bin einfach schlecht in sowas. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Vielleicht hier ist da? Kann man hier was angucken? Was soll ich machen? Ich troll nicht, ich schwör's, ich weiß es nicht. Vielleicht das hier angucken? Aber diese Bildschirme habe ich noch gar nicht gecheckt. Oh, ich war mir sicher, jetzt passiert was. Scheiße. Ich war mir sicher, jetzt habe ich's. Gibt's noch was, was man angucken kann? Vielleicht hier? Ja, YouTube, das Schöne ist, ihr könnt ja vorspulen. Aber wir müssen da jetzt live durch, Leute. Ich bin noch guter Dinge, dass ich das hinkrieg. Was ist denn da hier? Warum? Muss ich vielleicht genau irgendwie das... So, dass ich das... Dass ich der... Kann man das irgendwie... Warte mal, kann man das Fernrohr sauber machen? Aber ich habe kein Wasser. Warte, aber hier kommt kein Wasser raus. Ich glaube, ich muss das Fernrohr sauber machen. Könnte das sein?
Aber dafür brauche ich ja... Aber ich brauche Wasser dafür. Wo ist denn Wasser? Ich bin allein drauf gekommen, ich schwör's. Aber ich weiß es... Da kann ich es ja schlecht sauber machen. Das Wasser habe ich schon verkackt. Oh Mann, ey, ich sehe schon Timo, wie er sich jetzt schon ins Fäustchen lacht, weil er daraus ein kleines Best-of macht, nur von wie ich versuche, das Rätsel zu lösen. Es kann ein eigenes Video sein wahrscheinlich. I don't get it. Where's the water? So, ach, warte mal. Hier kommt doch immer Wasser raus. Tja, bin schlau. Jetzt polarisiere ich mal die richtige Scheiße hier aus allem. Okay, aber was muss ich jetzt machen, ist die Frage. Achso, jetzt auf die Fernseher wahrscheinlich gucken. Ah, hier, da sieht man. Ah ja, Galgen. Galgenraben, Babymann. Galgenraben, Babymann. Und sagt's mal ehrlich, ist es nicht geiler so, wenn ich selber rauskriege, auch wenn es eine Stunde dauert, als wenn ihr mir das sagt? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wenn man es dann rauskriegt, ist es geiler so. Wieder ein Beweis für Backseat Gaming ist scheiße. Galgen, Rabe, Babymann, ne? Hab ich gesagt. Das müsste sein, oder? Ja! Mach's auf, gib mir jetzt. Gib mir Creepy Doll. Strohpuppe. Okay, was kann ich jetzt damit machen? Ist das das Passwort? Strohpuppe? Jetzt versuche ich überall die Strohpuppe einzusetzen. Was mache ich jetzt mit der Strohpuppe? Warte mal, vielleicht kann man die jetzt ihm geben hier in die Hand. Passt nicht. Hm. Kann man vielleicht anzünden? Vielleicht ist da jetzt das richtige Stift, Feder. Puppenfinger. Ah, er braucht erst einen Finger. Ja, Puppenfinger, geil. Und jetzt? Ah! Aber dann bin ich schnell. Dann bin ich schnell, Leute. Seht ihr mal, wie mein Gehirn funktioniert? Das ist das Passwort. Loser. Well, you gave me the password and it's a loser, but now we're a winner because we won this Rätsel. Tja, ich hab's... Na, oh gut, bei einem Teil des Rätsels war ich ein bisschen langsam, sag ich mal. Okay, aber... Jetzt stellen wir den Hahn ab. Und jetzt können wir mit der Kerze durchlaufen und es reinstecken. Geil! Ne, mit dem Ventil müssen wir jetzt wahrscheinlich noch irgendwie wo was dran drehen. Die Frage ist jetzt nur wo, vielleicht einfach hier dann direkt, oder? Wo kommt denn die Leitung her? Vielleicht, ne. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich jetzt das Wasser abstelle. Warte mal. Hier. Das war doch noch das Ding, das weiß ich noch. Nix verkackt er jetzt. Der ist ganz, ganz heiß gerade. Das ist der Rätsel-Donny. Der ist richtig warm gelaufen. Problem ist nur, ich habe jetzt gar keine Angst mehr. Und jetzt geht das Spiel normal gleich weiter. Wir sind ja nur in diesem Tape drin. Und dann bin ich jetzt viel zu chillig und krieg wieder einen Schreck. Jetzt Kingston hat ein Flirt, oder nicht? Was er sich für eine Mühe gemacht, das Rätsel auch. Ah,
Man soll hier sterben einfach, oder? Ja. Schnell ablenken. Happy birthday! Was ein scheiß Geburtstag. Für jeden. Theoma sagt, best of Rätsel incoming. Ja. Tob dich aus. Wird bestimmt witzig. Für euch. Ich hab's halt geschafft. Weißt du, ihr sitzt zu Hause und denkt euch, aber ich bin so, ja, ich mach die Arbeit halt, ne? Aber muss man, ich fand's schon ein bisschen tricky drauf zu kommen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Warum lädt das jetzt die ganze Zeit nicht? Was passiert denn jetzt hier? Oh, es kommt jetzt gleich so ein Gesicht? Nee. Gut. Ja, wo war ich denn jetzt stehen geblieben im Game? Ich hätte jetzt schwören können, da kommt jetzt dann so ein Gesicht, weißt du, wie bei The Ring oder so. Aber kam nix. Ist nochmal gut gegangen. Freunde. Ich verstehe gerade nicht. Oh, warte mal, ist hier was? Irgendwie finde ich das funny. Okay, wir müssen raus zu unserem Trailer, weil da ist ja, wir haben jetzt den Zugang zu dem. Aber haben wir noch irgendwie eine andere, war hier nicht irgendwo noch eine andere Schlangentür, die wir noch aufmachen können? Nee. Ich glaube, wir haben alles geopend, Leute. Ich glaube, wir können raus. Ja. Durch die Hundetür wieder und dann... Ich nehme mal lieber die andere Waffe. Ah, ne. Keine Munition. Eine Waffe wäre nicht schlecht, euch immer. Ich sag mal immer mehr Waffe mitnehmen ist immer ganz gut, Kröte. So, Mann, wo geht's denn jetzt? Raus hier nochmal. Hier? Na, hier kann man abkürzen. Komm, einmal kurz. Ah! Zwei Schuss verschwendet. Fuck off, du scheiß Deppenarsch. Ding, Viech da. Speichere jetzt, obwohl ich nur 4 Schuss habe. Und ich überschreibe es, ja. Weil YOLO. Resident YOLO heißt es bei mir. Ruf doch ein Uber. Okay, wir haben die beiden Keycards. Ich habe noch eine starke Arznei, nehme ich mal mit rüber. Dann habe ich ein paar Münzen. Aber wir gehen doch eh zum Trailer, jetzt eigentlich egal. Oh, Schießpulver, wir können was herstellen, fällt mir gerade auf. Und zwar so. Ganz einfach. Ja klar, sicher geil. Sicher geil, sicher geil, sicher geil. Das heißt, ich kann jetzt mal nachladen hier. Hä, warum nicht? Ich habe doch gerade Munition hergestellt. Das ist doch Munition, verbesserte Pistolenmunition. Warte mal. L2. Ich habe nur die verbesserte, oder was? Okay, gut, 10 Stück nur, ja geil. Gut, das hält jetzt auch nicht so lange, oh mein Gott, ehrlich. Okay, ja, also ich gehe jetzt raus, das war's. Thank you.
cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Hmm. What the fuck are you talking about, mate? Hmm. Ich wollte rausgehen. Oh shit. Oh shit! Viech im Fall! Viech! Lass mich in Ruhe, ich geh in meinen Trailer. Da ist noch eins. Na geil! Nee, ciao! Ciao! Safe Zone. Verpisst euch, Tür zu. Was macht der jetzt? Ich bin hier drin. Jo, seid ihr da draußen? Ja, kommt ihr nicht mehr rein hier. Ich speichere von hier einfach nochmal. Lauf doch nicht den Weg nochmal. Möchtest du diese gespeicherten Daten durch hier beschreiben? Ja. Okay, jetzt können wir rein in die Bar 25. Gleich. Okay. Hat er irgendwas Neues reingelegt in den Kühlschrank? Oh, war nicht. Mach mal zu, stinkt die ganze Bude voll hier. Hier sind Viecher. Die sind uns egal jetzt erstmal. Nein, wir müssen uns um die kümmern. Scheiße. Ja. Ich habe nur 10 Schuss. Ich habe eigentlich keinen Bock auf die. Piss dich. Geh jetzt hier rein. Mir ist egal. Ja. Ach nee. Das halt. Was denn sonst? Ich werde angegriffen währenddessen. Wahrscheinlich. Lass mich rein. Okay, kommen die hier rein? Oh nein! Ah nee! Ha! Das Spiel kriegt ihr nicht hin. Wir sind im Rave! Erstmal Gin Tonic, Leute. Let's play! Guck mal, das könnte doch mein Banner werden für Twitch. Let's play! Und dann mache ich drunter mit Donny. Okay, let's go. Boah, will man da rein, ist halt die Frage, ne? Ja! Ja! Yeah. I'm a destroyer, destroyer of the worlds. My voice gets deeper with the horrors of the world. That's the style when we come into this bike to the world. Irgendwie so, das halt so UK deep things. Okay, das ist so ein Brainstorm-Raum. Steffi! Nur weil es bei dir so aussieht, muss es nicht so aussehen bei jedem im Pornoraum. Crackhead! Oh, ich hasse den einfach. Der sieht aus wie 10 Jahre Corona. Gut gespielt. Das Voice Acting ist stark. That ain't special. This.
Uh-oh. Is special. No, don't. You see, Ethan, everybody wants to turn back the clock. Ah! Poor Evelyn. I'm just trying to show him. Ah! I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So, Ethan. Ethan. You can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You don't need that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Now, come on, Ethan. What do you say? Fuck! Scheiße, ich hab's falsche Ding angemacht. Ja, es sollte eigentlich so der hier sein. Jo, da war der live dabei bei diesem kleinen Fail. Ja, yeah, it's all part of the Donny Experience. Wir machen weiter, würde ich sagen. Ingame. Okay. Nichts passiert, keiner gesehen, außer halt jetzt die 1300 Leute, die live dabei sind. Na gut. Cool. Weiter geht's. Aber was genau hat er jetzt gesagt? Also er hat das andere Stück, was ich brauche, um das Serum zu machen, ne? Okay, jetzt geht's hier einfach weiter. Mr. White, bin noch nicht dazu gekommen, mache ich aber noch. Die LUTs ausprobieren. Gerade habe ich aber auch einen, den finde ich eigentlich ganz nice. Gucke ich mir aber noch an. Vielen Dank trotzdem fürs Schicken. So, jetzt Concentration, Leute. Jetzt mal wieder, hier ist jetzt wieder ein bisschen... Hier ist ein bisschen was los gerade wieder. Wenigstens sieht es hier nicht so creepy aus. Sieht eigentlich aus wie so einfach so eine... Wo hier wird halt renoviert. Also, ja, also verhältnismäßig creepy für compared to the rest. Ich sehe die Falle. Die sehe ich doch hier.
Das habe ich doch gesehen. Kein Problem. Geh mal drunter. Easy peasy. Programmer, Programmierer. Game Level Designer. Koryphäe. Sex Squad. Laberbacke. Mensch. Dem Mensch wird's witzig, komm. Aber ganz ehrlich, so würde ich auch isolieren, oder wie heißt es, wenn ich streichen würde? So ein bisschen so, ja, mehr oder weniger passt schon, komm. Oh, hier ist eine Falle, die habe ich ja gar nicht gesehen. Pff, please. Muss schon früher aufstehen, Kollege. Ah, guck mal, Brain, ich habe mich daran erinnert, an unseren Schatz. Lalalalalala, seht ihr das? Ich habe immer drauf geachtet, ob ich den Typ mal sehe. Und hier ist ein Schatz. Schlau, Mann. Ist wahrscheinlich einfach ein Dietrich, oder? Nee, ein Reparatursatz. Ich kann jetzt wahrscheinlich die... Ich kann die Magnum reparieren. Kann ich das direkt machen? Oder kann man das nur im... kombinieren mit... Ich hab nichts Kaputtes dabei. Okay, müssen wir dann in der Kiste auspacken. Die Frage ist nur, ob ich dann das. Ob ich die öfter benutzen kann? Steht das da dran? Ja, benutzt für defekte Schutz enthält eine begrenzte Zahl von Ersatzteilen. Hm. Weil wir haben eine kaputte Flinte und wir haben ein kaputte, so ein Magnum-mäßiges Gewehr. Pistole oder wie es heißt. Okay. So far so good, guys. Easy. Keine Challenge für mich. Jo. Okay. Falls. Was? Wo war da jetzt. Warum bin ich jetzt nochmal? Willst du mich verarschen? Wieso bin ich jetzt nochmal explodiert worden? Das habe ich nicht verstanden gerade. Hm. Das hat uns jetzt einmal heilen gekostet. Ich bin doch drunter gegangen. Hm. Die Kiste sieht ein bisschen verdächtig aus, finde ich. Combinatius. Dorime. Latime de kiria tu rotike. Dorime. Dorime. Latime. Latire. Dorire. Och Leute, ich hab doch gesagt, dass die eine Kiste da so ein bisschen hier verdächtig aussah. Und dann muss jetzt hier die andere mir direkt mal hier die Hände wegspringen oder was. Das ist doch fies gemacht. Ich dachte, die wären safe, die Kisten. Ich sehe die Falle. Links, rechts, oben. Easy. Gehen wir hier drunter, wa? Und da ist da noch eine. Haha, gesehen. Easy, kommen wir nicht rein. Aber geht's hier irgendwo anders lang überhaupt, ist die Frage. Kann man die vielleicht abschießen oder so? Ah, guck mal. Wahrscheinlich. Ja, wie in jedem Videospiel halt, Donny. Echt mal. Wo ist denn das andere Ding? Wo ist denn das andere Ende? Hä? Kann ich da jetzt durch?
Okay, gut. Hey, ist eine Kiste. Ist hier safe? Ey, das ist der andere. Das ist da, wo das Rätsel drin war. Da drin, guck mal. Das ist da, wo das Rätsel drin war mit dem Klo und so. Soll ich jetzt was reparieren, ist die Frage. Weil ich hab, guck mal, ich hab nur drei Schuss Magazin, drei Schuss für die defekte Pistole. Aber ich hab noch das defekte defekte Flinte. Aber ist das ein Unterschied zu meiner Flinte, die ich hab? Eine Vorderschaftsbrille. Ist besonders, Jetzt frage ich mich halt echt, ob das was anderes ist. Ich würde das Risiko eingehen. Ich glaube, ich repariere die andere. Warum denn nicht? Ich meine, das muss dann doch irgendwas bringen, dass man das irgendwie bekommen hat. Die. Das ist eher so auf. Die sehen auch anders aus. Ich benutze die jetzt mal. Ich repariere die jetzt. Fuck it. Aber ist die jetzt großartig anders? Ich glaube, es war ein Fehler. Ich habe auch kaum Munition für die Scheiße. Well, mistakes were made. Mistakes were made. I can put away this tape. Don't need the tape. Ich brauche den Raben. Schlangenschlüssel will ich auch nicht mehr. Dietrich, immer gut dabei zu haben. Sag ich mir. Verbesserte Polizeimunition. Pistolenmunition. Warte mal, dann lade ich mal meine Waffe mal erstmal auf hier. L2 Dings. Okay. Bin ich jetzt auf der verbesserten oder bin ich auf der normalen? Das ist die bessere, okay. Mistakes were made. Weiter geht's. Ah, warte mal, soll ich mich lieber heilen? Ja. Ich sehe hier noch direkt so ein Seil. Das fällt mir jetzt erst auf. Wo ist denn da das, der Absender quasi? Ne, da ist ja wieder zurückgehen. Ich muss hier lang. Kann ich hier vielleicht? Ah, no. Fucking Danke password, für right? Best Unterhaltung, High Class Gags und Verpelcher, Memente Heart. No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on! Take a chance, you never know! Was waren die anderen? Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Okay, die Wand kommt auf mich zu oder so jetzt. Lukas spielt keine Spielchen, vertrauen Sie ihm also nicht. Ah, nee. Oh oh. Warte, wo ist das Ding? Hat er gesagt, wah wah wee wah? Aber ist jetzt die andere Flinte schon wieder repariert oder nicht? Nee, ne? Ich lasse es einfach diesmal weg. Das war eh nicht, glaube ich, so die beste Idee. Soll das nochmal rüberlegen, das Zeug? Vielleicht kann ich. Vielleicht sollte ich das mal benutzen, das Psychotonikum irgendwann. Ansonsten. Mick, Mack, Muck. Nachladen. Und jetzt aufpassen, was er sagt, damit wir das, den Code hinkriegen. No. Fucking password, right? Why don't you try 0814? 0814? No. 0621. 621? No, it's 0514. 0514. Oh, come on. Take a chance, you never know. 0814, 0621.
Absoluter Profi-Resident Eviler. Ja? Habe ich mir natürlich direkt aufgeschrieben. Ich bin in der Unschärfe. Ah, hallo. Ja, das war's jetzt wert, Donny. Nice. Okay. 08. Ich glaube, es war einfach das erste. Nee, was? Ich glaube, das ist das mittlere. Das war eigentlich vorher mein Guess auch, aber ich habe es nur falsch eingegeben. 0621. Ich werde das ist das erste. Mittlere meine ich. 0621. Okay, mittlere ist es nicht. Geht von Seite zu Seite, ne? Musste gerade an Miley Cyrus denken. Chandelier, oder wie ist das noch? Null. Nein! 0814. Achso, das ist einfach so gemacht, dass man eh immer zweimal falsch machen muss, oder was? Oder ging's jetzt auf? Hä, was? Also doch, 0514. Ich hab's. Ach so, das geht nicht so. Ah, okay. Schön hell hier. Das gefällt mir. Jetzt traue ich mich, die Kisten hier nicht mehr aufzumachen. Scheiß drauf! Ja! Nein! Irgendwie wusste ich's, aber ich hab's trotzdem gemacht. Oh, ich hab grad Déjà-vu. Hartes Déjà-vu gerade. Kann ich Sachen? Ja. Mamak. Palette! Alles Palette? Das wäre doch ein guter Claim für Obi oder so, oder? Alles Palette? Naja. Was weiß ich denn schon? Geht woanders Claims anhören, ja, wenn ihr das nicht cool findet. Ah! Woher weiß man welche? Ich hätte mal darauf achten sollen, ob man die Kisten irgendwie erkennt. So wie bei Dark Souls, die Mimics. Aber ist halt kein Dark Souls hier, ne? Warte mal, ist es um die Ecke einfach nur? Ja, ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Noch irgendwas hier nicht mitgenommen? Oh, was war das? Manchmal geht das so schnell, dann sehe ich das nicht. Kann ich noch was kombinieren? Nee. Oh, gesehen. Trap. Ah, ein Schuss verschwendet, scheiße.
Oh, shit. Bam! Noch zwei für den, komm. Ja, so nämlich. Ich bin der Boss hier, Freunde. So nicht anders. Scheiße. Ich muss den Messern. Mackie Messer. Weggehüpft. Nein! Na doch, wollte ich. Gut. Ich muss den noch finishen. Hüpf einmal. Come on! Mann, wieso? Wieso ist es so schwer, die zu killen? Oh, nur weil mir Munition gefehlt hat, ey. Für den einen. Nur weil mir Munition gefehlt hat, habe ich jetzt. Also, so ein unlogisches Lied. Nur weil mir Munition gefehlt hat, habe ich jetzt keine Munition mehr. Stich dich ab, Fertilizer! Shit. Ich habe alles jetzt an den drei Dudes. Scheiße. Aber ich habe es, glaube ich, trotzdem muss man das halt so machen, ne? Ich meine, was soll ich machen? Ich habe die gekillt, sonst wären die mir wahrscheinlich gefolgt. Werde ich jetzt vielleicht dafür mal belohnt? Ist hier ein Safe-Raum? Ist bestimmt ein Safe-Raum, oder? Yes, I knew it. Ja! Aber ey, pff. Jetzt denke ich echt drüber nach, einen zweiten Slot zu machen. Jetzt mache ich echt mal einen zweiten Slot, weil ich habe jetzt gar keine Munition mehr. Und wir könnten dann theoretisch, wenn wir irgendwann merken, geht nicht mehr weiter, dann würde ich das alles nochmal versuchen, sauberer zu machen oder so. Aber ich will erstmal jetzt speichern und weitergehen. Jetzt überlege ich halt echt, die Pistole zu reparieren, weil dann hätte ich wieder ein paar Schuss. YOLO. Aber die Mag-Munition, dafür habe ich bis jetzt nie aufgehoben, ne? Hier steht die Pistole. Nee, ich lasse das jetzt einfach mal so erstmal alles. Das ist echt krass, ich habe nix, ne? Ich kann nix herstellen. Ich habe für keine der beiden Waffen. Doch, ich habe noch 5 Schuss. Bitte. Munition, ja, aber wieso kann ich jetzt die nicht nachladen, die Waffe? Ach so, mit diesem. Ah ja. Ich muss ehrlich zugeben, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das Prinzip. Aber gut. Hier gibt's Loot, bestimmt. Sieht mir fast ein bisschen aus wie ein Bossraum. Gut, wir haben ja gespeichert. Ich gehe jetzt einfach rein, das Risiko jetzt. Okay. Ich habe was gehört.
Was ist das? Ich höre so ein Messer. Ich glaube, ich muss hier runter, oder? YOLO! Das gefällt mir nicht. Scheißkiste oder normale Kiste? Normale Kiste. Gute Kiste, freundliche Kiste. Okay, hier fehlt eine Batterie wohl. Flintenmunition, nice. Und jetzt gehen wir hier hoch. Okay, viel Loot hier. Ah, vielleicht wollte einem das Spiel ja auch so ein bisschen diese Gegner da hinstellen als so... Ja, ja, musst du jetzt ein bisschen was ausgeben, schussmäßig. Weil hier kriegst du wieder neue Loot, so mäßig. Ja, das ist ja jetzt wieder ganz schöne Aufstockung hier gerade. I like... No, I don't like this! Es ist so typisch die allerletzte Kiste, weißt du, das Spiel immer so... Ah, hey, läuft Kaffee da geil? Ja, fick dich, wir haben hier noch eine Explosive Kiste, die man nicht erkennen kann. Ich könnte jetzt natürlich strebermäßig jetzt nochmal laden. Jetzt weiß ich ja, welche Kiste kaputt ist. Aber nein, wir sind keine Arschlöcher. Wir haben noch Dietriche, ne? In dem Haus waren noch ein paar Sachen, die ich eigentlich öffnen könnte. Hm. Think about that, Sherlock Holmes. Ich habe die Batterie jetzt da aufgehoben, ne? Alles nur, damit ich jetzt hier... Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the ball. Oh nein. Keep it clean, gentlemen. We have rules. Fuck you too. Alter. It's how you deal with hardships in life that makes you a man, Ethan! Cheese, oder was? Wirft er jetzt noch weiteres Scheiß hier rein, oder was? Habe ich den jetzt gecheased? Unabsichtlich? Ey, a man's gotta survive, guys. Ich muss überleben. Und ich hab überlebt. Posi gefunden. Headshotted. Easy. Pro-Gamer, Leute. Jetzt mehr an wie ein Shooter gerade, als so ein Horror-Game. Ist auch mal ganz angenehm, dass man nicht die ganze Zeit Angst hat, aber es ist halt jetzt halt sehr, sehr haushalten mit Bullets und so.
Was ich nicht tue eigentlich. Ist es der verbrannte Typ, der wir vorhin waren in dem Rätsel? Ich wette ja. Ja, ich wette, es ist der von dem Tape, weißt du? In dem Geburtstagsrätsel, der Dude. You're next. Spielt gern Spielchen, der Dude. Pillen. Also, wie soll da Wasser reinkommen, wenn da keine Leitung verlegt ist in einem Holzschuber? Das sehen da, das ist. Obwohl, die haben tatsächlich dran gedacht. Guck mal. Das wollte ich klug scheißen, aber. Noch nie in meinem Leben ein Rohr verlegt. Hey, das ist doch hier irgendwie, ne? Wo wir am Anfang waren. Soll ich jetzt hier nochmal hin? Oder wie ist das? Habe ich noch aufgeschrieben immer noch? Nee. Lukas in den Partyraum folgen. Hä? Gehe ich gerade wieder zurück? I don't really understand what's happening by the Bühne. Ich habe auch immer noch keine Karte. Doch. Das ist auch verbunden. Guck mal, das ist alles verbunden mit unserem Haupthaus. Noch nicht raus. Ha! Habe ich da noch was aufblitzen sehen hier? Himmel. Achso, das war quasi nur eine. Ich habe jetzt eine Abkürzung freigeschaltet oder so. Ich weiß es auch nicht, aber. Was weiß man bei dem Spiel schon? So, wo ist der Partyraum? Da war ich doch gerade drin, oder nicht? Das ging jetzt hier linear weiter, das Spiel. Wo ist nochmal der scheiß Partyraum? Oh. Was gab mir der, Lukas? Ist hier nicht der Partyraum? Da oben. Naja, whatever, ich laufe einfach und mache ja meine 10.000 Schritte am Tag. Gut, ihr auch. Vielleicht sollte ich auch mal speichern. Was habe ich jetzt da verrafft? Also ich habe hier unten diesen Gegner kaputt gemacht und dann ging es der Aufzug. Da bin ich da einfach linear dem Spiel einfach gefolgt.
hier war doch der Dude. Und dann bin ich da rein und dann ging's dahin. Also das Spiel führt mich ja wieder zu dem Raum, wo man den Code eingeben muss, ne? Ist das vielleicht auf beiden Seiten irgendwie so ein Ding? Ich bin, glaube ich, schon zu müde, oder so. Also mein Gehirn, gebe ich ehrlich zu, ist gerade so ein bisschen out of order. Irgendwie bin ich gerade. Also meine Logik ist doch richtig. Den Boss oder was auch immer es gemacht, dann hier rein. Und dann. Ach so, ja, von den Leuten, die jetzt im Chat irgendwie meinen, was ist denn los mit dem und so, ist nicht sein Ernst. Das ist mir egal, da lasse ich mich nicht verunsichern. Das ist jeder, ist mir doch scheißegal. Ich spiele das Spiel, wie ich spiele, aber ich versuche wenigstens zu erklären, was mein Gedankengang ist. Ich wurde hier reingeloggt. Und hier ist einfach, ich weiß nicht warum. Und da geht's auch hier wieder zurück zum Anfang, deswegen verstehe ich es nicht. Im Internet wissen eh immer alle alles besser. Ist der blind? Ist der blind? Du bist jetzt nächster dran. Und dann habe ich mich hier umgesehen, dann war hier nichts. Und dann ging es hier einfach weiter. Ich meine mal ehrlich, hier ging es doch weiter. Hätte ich vielleicht die Treppen... Und dann habe ich die Treppen aufgemacht. Nicht sein Ernst. Warum sagen alle nicht dein Ernst? Was meint... Was ist denn los mit euch? Warum seid ihr denn so aggro? Ach, das ist der Code. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie Bibelvers. Schnauze jetzt! Bin müde, ja? Ich sitze hier schon 3 Stunden und unterhalte, ja? Da kann man auch mal ein bisschen mal. Da ist das Gehirn dann auch mal ein bisschen durcheinander, ja? Vor allem Classic Donny, motzt erst und dann. Ach, lasst mich doch. Jetzt geht's hier weiter. Ich dachte, es wäre irgendwie so, ich weiß, hab's nicht verstanden. Das ist nicht. Buddy, this is a test of skills, so no cheating. Bibel, that Donnie. Shit you're carrying, get rid of it. That what? Shit you're carrying, get rid of it. Okay, deswegen die Kiste. Jetzt pass ich auf, Leute. Muss ich jetzt wirklich alles zurücklegen oder ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich mache jetzt mal alles weg. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Soll ich vielleicht davor heilen? Okay, man muss wirklich alles weglegen. Aber warte mal, ich bin doch nicht dumm. Ich heile erstmal einmal. Jetzt lege ich alles wieder rein. Idiot! Wenn man 1 anlegt, geht es wahrscheinlich wieder zu, ne? Hey, ich kann doch jetzt... Kann ich jetzt wirklich einfach die Waffe? Bisschen frech, was ich jetzt hier versuche, aber. Wäre ich doch nicht, wenn ich nicht will. Ich gerne mal ein bisschen frech wäre. Okay, gut. Ja. Kinda thought that would happen, but I didn't know it, so I didn't. I just, you know, I tried to stay calm, and then I got this weird voice, and then I couldn't stop talking like this all day. Hurensohn. Warum ist er denn so ein Arschloch? Was ist eigentlich los mit ihm? Jetzt muss ich das gleiche Rätsel lösen? Ich kenne doch das Rätsel schon. Kann ich das, ist es jetzt wirklich so gedacht, dass man das schnell löst? Geht jetzt hier wieder das Wasser an und die ganze Scheiße?
Ah, nee, echt? Oh, here we go all over again. Same fucking Rätsel. Same fucking place. Different asshole. Nee, same asshole. All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. Aber es ist ganz geil. Weil man jetzt besser, alles besser weiß als er. Okay, okay, let's do it. Ach so. Oh nein, ich bin schon so am Arsch heute. Ich dachte schon, jetzt muss ich, okay, ich dachte, jetzt muss ich was anderes machen. Okay. Ich brauch, glaube ich, irgendwie mal ein Glas Wasser oder so. Wie ging das jetzt nochmal? Hier das Ding aufmachen? Genau. Dann mal hier rein, dann diesen Luftballon finden. Hier. Da kann ich nicht einfach den Code jetzt schon eingeben? Ist er dann confused? Warte mal. Das ist doch mein Vorteil hier gerade. Genau, ich weiß doch schon, was das Wort ist. Loser. Haha. Guna Lache. Richtig gut. Ist ja genau mein Vorteil hier gerade. Because he don't know, we were already in the tape. Weirdly, and then we knew it all already, and so that we, so that way. And then in the jungle, I was with Klaus, and we had a different tribe. We had to complain about. We had to get up on the hill, and the hill was very dirty, and so we had a candle, and we lit the candle in the air, and Klaus was very angry. And the Upuchapintos, they wanted to kill him. They offered me to kill him. Muss ich überhaupt jetzt irgendwas anders machen hier? Guck mal, weil der... Warte mal. Das ist ja hier nur verbrannt, weil ich bei dem einen Artist zu regeln, das hier rausgezogen habe. Jetzt kann ich ja ihn austricksen, Kerze anmachen, Kerze reinstecken. Und bups, hab ich gewonnen. Ich muss nichts machen mit diesem Loser-Ding. Ich habe ihn ausgetrickst mit seinen Waffen. Weil jetzt brennt hier der Boden nicht. Weil das Fass nicht offen ist. Und er denkt, ich brenne jetzt. Oh, I'm not burning. Entschärfen, wegschmeißen. Wohin? Tables have turned, motherfucker. Bibelvers. Power of the Bible. Bitch. That was supposed to be for you, goddammit! Oh, it's so sour. Oh, are you angry? Fuck you. I'm coming for you, bitch. You gon' die. Am I gonna burn here? Shit. Kann ich da durch? Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ah, hier. Haha. Oh, da war er gerade noch. Mia? Mia! Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry! Die hat aber gerade diesen komischen Akzent. Ethan! The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look. Unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. Jetzt kriege ich die Karte erst. Okay.
Nee, warte, ich speichere erst, wenn ich alles, wenn ich Kiste wieder umgedingst habe. Das brauche ich jetzt nicht mehr, den scheiß Luftballon. Das war's, oder? Mehr brauche ich erstmal. Ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich dieses Tonikum auch mal irgendwann. Jetzt, was überschreibe ich jetzt? Ja gut, jetzt beschreibe ich doch wieder einfach das Aktuellste. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal noch... Ja, das wird jetzt einfach das... Ja. Das Geilste ist, bei dem Let's Play ist es ganz anders als bei anderen Sachen, wenn ich streame. Ich fühle mich immer so ein bisschen, wenn ich in den Chat gucke, so wie jemand, der zu der Party nicht eingeladen ist. Weißt du? Ich gucke immer so rein, das ist so Gespräche untereinander, so, ja, der hat er nicht gecheckt und so, nee, wir machen irgendwie so. Es wird einfach über mich auch geredet, einfach die ganze Zeit, aber als wäre ich nicht da so. Ihr wisst schon, dass ich das sehe, ne? Zwischen Weltklasse und Kreisklasse. Schnauze. So, jetzt können wir das Serum machen. Ja, wir haben jetzt Arm und das Ding hier, was auch immer das war. Wer ist dieser Donny? Okay, gut auf den Gag eingestiegen. Okay, gut. Oh, ich muss mir kurz Wasser holen, was zu trinken. Einen kleinen Moment. Gleich wieder da. Habt ihr gedacht, da kommt wieder der Scare, hä? Ne? Warte mal. Orange, Karotte, Mandarine, Zitrone, Ingwer. Und dann steht noch auf der Verpackung plus Vitamine. Dann denke ich mir so, welcher Vollidiot checkt denn bei Orange, Vitamine, Mandarine, Zitrone und Ingwer, dass da nicht Vitamine drin sind? Haare wachsen wieder, aber diese Geheimratsecke muss langsam mal weggehen, ey. Das Zeug. Ich mag das aber. Ich bin eh so ein bisschen so ein Sucker für so Sachen mit Ingwer. Ich stehe irgendwie auf Ingwer. Ich mag diese Schärfe. Und dieses Gefühl, dass wenn du Ingwer isst, dass du immer denkst, du hast irgendwie was Gutes getan für deinen Körper. Aber ich glaube, das merkt die Industrie auch gerade. Es gibt sehr viele so Ingwer-Produkte jetzt auch, ne? Ingwer-Shots und so. Hey, anyway, wir machen noch ein bisschen weiter. Nicht mehr allzu lange heute. Ist schon, wird langsam spät und ich habe echt ein Hüngerchen gerade schon wieder. Aber erstmal will ich jetzt noch ein bisschen gucken. Wenn ihr nichts dagegen habt, ja? Sorry. Also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne noch ein bisschen was machen. Vielen Dank übrigens für die ganzen Subs. Heute kamen echt viele rein. Cooler Chat auch. Kamen auch ein paar Donations rein. Ne, beziehungsweise eine kam rein von Gumase, ein Zehner. Vielen Dank dir. Er macht wieder Spaß mit euch. Boah, wie er grinst da. Der hat so ein bisschen so ein Grinsen drauf, oder? Das wäre so ein Mugshot von nachher, der mal gekifft hat. Okay, jetzt geht's hier weiter, komm.
Aber es ist gut gemacht, dass man richtig diesen Typ auch echt hasst, ne? Das macht das Spiel gut. Ist gut geschrieben. Wird's langsam hell? Ist das Dämmer? Ist das eine... Kann ich die Weste haben hier? Donnie wird alt. Okay. Was ist das? Oh, ich habe ja noch eine Kurbel. Habe ich die aber dabei? Muss ich die aus der Kiste holen? Ha! Ich bin schlau. In der Kiste habe ich eine Kurbel. In der Kiste habe ich eine Kurbel. Die Kiste hat eine Kurbel. Easy. Gib mir die schweren Rätsel, Leute. Die einfachen kann ich nicht. Yummy, yummy, yummy. Brücke aufgemacht. Sometimes your Brücken just... really? I'm coming near. I'm coming near. Ah! So lange ausgehalten, nicht einen pubertären Witz zu machen. Aber sorry, wie er das gesagt hat. Come on. I'm coming near. Aber Mia ist doch ganz am Anfang verrückt geworden und hat das versucht umzubringen. Ich verstehe nicht, warum wir überhaupt uns schon Stress geben, die zu retten. Ich wäre reingelaufen, ich schwör's euch. Ah, hier geht's lang. Loot! Just give me the loot. Just give me the loot. Mir geht's so denn. Noch 2 Stunden, Leute, dann gibt's eine neue Folge TWAS. Just saying. Boom! Folge 5. Ah! Nee, echt die Ruhe vor dem Sturm hier gerade, während man den Sturm hört. Da drüben aufgegangen, ne? Okay. Boah, muss ja hier wieder weg. Oh, okay. Boah, wieder ein Schuss verschwendet, scheiße. Okay, jetzt geht was. Wow, überall Dudes. Runtergehen, rennen! Stirb, Mann! Mein Gott!
Ah, Alter, wie viele Schüsse der braucht manchmal. Ich hab kein... Oh, ich hab nichts zum Heilen. Oh, da kommen noch welche. Fuck, ich hau ab. Das war Munitionsverschwendung, glaube ich. Oh, shit. Bro, just leave my ass alone, please. Okay. We are done. Yeah. Nee. Das laden wir nächstes Mal neu. Und dann geht's hier nächstes Mal weiter. Nee, I'm done for today. Mein Zenit ist erreicht, für wo es noch Bock macht. Jetzt wird es mich nur nerven. Nee, wir machen das aber die Woche weiter. Übermorgen vielleicht schon. Nee, das ist so eine Stelle, da will ich auch, dass es mir Spaß macht. Das will ich jetzt gar nicht groß rechtfertigen. Das machen wir nächstes Mal einfach. Dann macht es auch mehr Spaß. Oh, man. This fucking game, though, right? Hm? Ja, ich will gar nicht so viel sagen. Heute hat wieder Spaß gemacht, ein paar Tage Pause gemacht im Streaming. Schön wieder da zu sein. Diese Woche mache ich auf jeden Fall einiges noch. Heute haben wir Dienstag, ne? Ich denke mal, morgen Abend streame ich auch nochmal irgendwas. Und vielleicht Donnerstag oder Freitag dann nochmal das hier weiter. Und irgendwann kommt ja auch der achte Teil raus, ne? Den muss ich ja dann auch, also was heißt, muss ich dann, den will ich dann auch noch spielen, weil der ist ja dann, der knüpft ja dann direkt an. Ach, wir machen die Spaß, diese Spiele, hätte ich echt nicht gedacht, muss ich echt sagen. Also nochmal an dieser Stelle auch danke an alle, die das empfohlen haben, dass ich das mal ausprobiere. Ja, ich bin tatsächlich jetzt auch relativ schnell raus, ohne große Worte, wo wir echt noch viele Zuschauer haben, aber ich finde es immer so unnötig, das dann einfach nur in die Länge zu ziehen. Weil ich habe Hunger und ich bin fertig für heute. Ich habe jetzt auch nichts anderes. Ich wollte jetzt auch noch einen kleinen Post machen, der so ein bisschen Werbung macht für meinen Podcast jetzt auf Instagram. Das muss ich auch noch machen, dass es so ein Countdown ist, dass die Leute checken, dass es auch nachts jetzt rauskommt um 0 Uhr. Und das mache ich jetzt, während ich noch was zu essen mache. Und dann gucke ich, ich habe was für mich neu entdeckt. Ich habe jetzt eine neue Guilty Pleasure Serie. Und zwar, kennt ihr die Serie Bull? Das ist so eine Anwaltsserie. Die ist im Grunde genommen ist das Dr. House für Anwälte. Und die ist so ein bisschen, ist alles ein bisschen unrealistisch und so und halt so ein bisschen easy, sehr easy zum Gucken. Geht nicht irgendwie groß in die Tiefe und so. Ist wie so CSI Miami oder sowas, nur halt für Anwälte. Irgendwie so, ich check's auch nicht so ganz, was das soll, aber ich hab's jetzt, Suits mag ich gar nicht. Das fand ich total schlecht. Alles ist besser als Suits, wenn du mich fragst. Oh, Triggerwarnung! Und Leute, ich muss auf jeden Fall die Tage, es wird einen kleinen Rant geben zu Tenet. Hab ich Tenet gesagt? Wow. Nee, es wird auf jeden Fall, ich werde bestimmt diese Woche, vielleicht auch morgen schon, ein kleines Just-Chatting hier veranstalten. Also einfach nur ein bisschen schnacken. Und dann müsst ihr mich unbedingt noch dran erinnern. Bitte Chat, fragt mich dann nochmal. Jetzt nicht mehr, heute nicht. Das will ich mir noch aufheben. Das wird ein Rant geben, der hat sich gewaschen. Ich werde mit euch über Tenet reden und ich werde euch mal erzählen, warum ich diesen Film, nee, pass auf, wie ich ihn finde. Ich habe nämlich auch gute Sachen zu sagen, so ist es nicht. Aber ich habe auch viele Fragen. Und ich weiß, ich bin spät dran damit. Jeder hatte, glaube ich, schon was dazu gesagt, zu Tenet. Aber mir macht das richtig Spaß, darüber zu reden, denn mir sind ein paar Sachen aufgefallen bei dem Film. Ich glaube, die könntet ihr auch unterhaltsam finden, die mir da so aufgefallen sind. In diesem Sinne freue ich mich drauf. Ich gucke mal gerade auf die Twitch-Startseite, ob ich jemand reden kann. Weil, warum nicht? Ne? Das ist ja immer so die Frage, warum nicht, wenn man es machen kann. Irgendwie sehe ich immer nur die gleichen Leute.
Ja, der neue König ist jetzt Trimax, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt der neue König des Internets. Hat er jetzt am Montana Black abgelöst und Knossi. Da geht's jetzt auch immer ab. Irgendwie. Jetzt hat er gerade 93.000 Zuschauer bei Just Chatting. Okay. Da muss ich auch mal schlucken. Wen haben wir denn hier noch? Der hat 40.000 Subs? Das ist wahnsinnig viel. Krass. Ach Leute, ich sehe jetzt hier keinen. Ich will das nicht erzwingen. Ich weiß nicht. Könnt ihr euch jetzt noch... guck mal, ich sag mal so ganz ehrlich. Alle, die ich sehe, wo ich denke, ah, das wäre eigentlich ein guter Raid, oder könnte man machen, die spielen Among Us. Und ich finde es immer so sinnlos, einen Raid zu starten bei Among Us, weil... Die Leute können nicht mit euch reden, weißt du? Ihr kommt dann immer an, ich sehe das so ein bisschen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe immer das Gefühl, ich gehe ja manchmal dann so mit und gucke mir das so an und super oft ist es dann so, dann sind die irgendwie in so einem Gespräch untereinander und die können gar nicht eingehen auf euch und sagen, hey, cool, dass ihr da seid oder sowas, und ich finde das doch auch das, worauf man Bock hat, wenn man irgendwo reingeht, oder? Hier, Daniel hat einen, den mache ich. Und ohne, dass ich... Ist es genauso geschrieben? I paint birds? Burbs? Mache ich. So, wenn die Ultras aus meiner Community was vorschlagen, dann wird ungefragt geradet. So, die machen wir. Aber ich weiß nicht, ob ihr das checkt mit dem... Varion wollte ich, hätte ich auch gemacht, aber der spielt auch Among Us. Jetzt nicht wegen meinem Among Us-Hate, das ist ein anderes Thema, sondern ich finde das immer dann... Das bringt einem nichts. Oder euch auch nichts, weil ich sehe das dann manchmal und alle so mit den Dorangis und so und alles cool und so und die Streamer gehen auch gar nicht auf euch ein, weil die dann meistens entweder gemutet sind oder so oder keine Ahnung. Das ist irgendwie, ich werde das einfach nie verstehen, Among Us. Ich finde das irgendwie, verstehe das einfach nicht. So, hier, jetzt habe ich den Namen. I paint burbs. Ich hoffe, das ist jetzt richtig geschrieben mit B am Ende. Wird bestimmt cool sein, wenn das von Daniel vorgeschlagen wurde. Mache ich. Es sind ja auch eine Menge Leute da. Vielleicht mal gucken, wie viele da jetzt rübergehen. Raid. Cool. Dann viel Spaß. Danke dir, Nina. Ich freue mich auch schon aufs Bett. Heute habe ich eine Menge. Ich habe heute mal wieder jemand getroffen. Das war sehr gut. Kann ich euch empfehlen, euch mal aufzuraffen sozusagen. Ich habe heute auch ein bisschen so einen Post gemacht darüber auf Instagram und so. Und habe mir selber meinen eigenen Antriebsschweinehund überwunden heute. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es lohnt sich wirklich. Man fühlt sich immer besser, wenn man einmal irgendwie nochmal was gemacht hat, was irgendwie außerhalb dem, was man jeden Tag immer macht. Es bringt schon viel. Mir hat es viel gebracht heute, mich mit einem Kumpel zu treffen einfach mal. Und mir den Stress zu geben, dahin zu fahren, aber so. Aber eigentlich war ich zu faul, hab's aber dann gemacht. Okay, das vielleicht ein andermal bald beim Just Chatting oder so, können wir gerne reden drüber oder so Sachen. In diesem Sinne, ciao, macht's gut, ich schicke euch rüber. 500 Leute. Der wird sich, ich weiß nicht, wer das ist, freuen. Ich guck's mir gleich noch ein bisschen an. Ja, tschüss, macht's gut. Bis morgen.